Willkommen zum zweiten Video, das sich mit dem Thema Geldschöpfung befasst. Und in diesem Video geht es nun um die Legenden, Mysterien und andere Überlegungen, die rund mit dem Geldsystem zusammenhängen oder in Verbindung gebracht werden. Und ich werde mich jetzt nach und nach einzelnen Aspekten widmen, die ja, entweder Fragestellungen sind oder Annahmen oder Verallgemeinerungen, die mit dem Geldsystem verbunden werden. Im ersten Video habe ich ja schon genauer erläutert, von wegen, wie die Geldschöpfung funktioniert. Deswegen werde ich hier kaum darauf eingehen, jetzt im Detail, wie die Geldsystematik heute funktioniert, sondern einfach nur, wie gesagt, auf einzelne Punkte eingehen. Und als erstes fange ich damit an, was denn die normalen Ziele sind, die die EZB eigentlich verfolgt. Das heißt, welches Ziel hat die Zentralbank als oberster Hüter des Euro und welche Implikationen ergeben sich daraus? So, das sind mal in Zahlen ausgedrückt die Ziele, die die EZB auf der Agenda hat. Formal heißt es immer, die EZB solle oder hat das Ziel, Preisstabilität zu gewähren. Die Sache ist nur, wie definiert sie Preisstabilität? Und zwar mit einer Inflation, mit einem Inflationsziel von 2%. Es soll möglichst nicht über 2% liegen, aber es soll auch nicht deutlich unterliegen, das Problem, was wir aktuell jetzt haben. Weswegen die EZB halt versucht, unbedingt Geld in den Markt zu pumpen, mit der Vorstellung, dass dadurch es gelingt, diese Inflation anzutreiben. Aber die Frage ist, was ist die Implikation daraus? Denn was bedeutet es denn bitte, wenn die Preise jedes Jahr um 2% steigen? Das ist das Schöne bei der Zinseszinsrechnung, beziehungsweise prozentuale Steigerungen sind ja im Endeffekt Exponentialfunktionen. Und das bedeutet, dass sich etwa alle 35 Jahre Das bedeutet, dass sich bei einer Preissteigerung von 2% werden sich nach 35 Jahren die Preise verdoppelt haben. Also ein Stück Butter, was irgendwo knapp um 1 Euro kostet, würde in 35 Jahren mindestens 2 Euro kosten. Noch viel spannender ist das, wenn man sich anschaut, die EZB ist der Ansicht, oder zumindest ist das das allgemeine, allgemeine Dogma, was vertreten wird, dass so ein Inflationsziel konform geht mit einer Geldmengenausweitung von 4,5%. Das heißt, es geht nicht nur darum, diese Preisstabilität, sondern es wird parallel auch die Geldmenge absichtlich ausgeweitet, und zwar um sogar 4,5%, was bereits dann eine Verdopplung der Geldmenge nach 16 Jahren bedeutet. So, was bedeutet das jetzt für den normalen Anleger, der zum Beispiel seine Rentenvorsorge macht? So, mal angenommen, ganz normaler Angestellter überlegt sich jetzt, okay, ich werde meine Vermögenssituation so gestalten, dass ich, wenn ich in Rente bin, halt irgendwann meinetwegen 40 oder 50 heißt geschafft, meine eigene Immobilie zu besitzen und auch abzuzahlen. Das heißt, ich gehe davon aus, also die fiktive Person geht davon aus, dass sie mit 1000 Euro monatlich etwa zum aktuellen Preisen zurande kommt. Das heißt, sie hätte einen Rentenbedarf von meinetwegen 1000 Euro. So, jetzt geht sie her, guckt, okay, normale Rentenversicherung und so weiter schafft er vielleicht nicht 1000 Euro zu bekommen und denkt sich, okay, ich suche aber noch für ein paar hundert Euro vor. So, wenn jetzt aber der Gedanke ist, dass er mit der aktuellen Rechnung bei 1000 Euro rankommt, dann ist das, was ich ja gerade gesagt habe, nach 35 Jahren in 2% Inflation haben sich die Preise verdoppelt. Das heißt, die heutige Rechnung müsste sein, okay, zur Rente brauche ich dann nicht 1000 Euro, um meinen jetzigen Lebensstandard zu halten, sondern ich brauche 2000 Euro jeden Monat. Und damit zeigt sich im Endeffekt schon auf, dass die ganze Systematik oder die ganze Beispielrechnung für irgendwelche Rentenpläne absurd sind. Weil ich bin nicht in der Lage, heute eine Rentenansparung zu machen, die mir im Endeffekt das Doppelte an Einkommen ermöglicht in einer zukünftigen Rente. Weil das ist so im Endeffekt der Schnitt. Mal angenommen, die Leute sind bis 30 zumindest im Beruf und überlegen sich dann, wie ihre Rente aussehen soll. Dann haben sie genau die 35 Jahre. Das ist genau die Zeitspanne,
die sozusagen für diese Verdopplung notwendig wäre. Und auch wenn es eine Exponentialfunktion ist, was bei der Exponentialfunktion im Sinne des Zinses konstant bleibt, solange der Zinssatz gleich bleibt, verdoppelt sich das alle 35 Jahre. Es war weiterhin, der Anstieg wird formal immer steiler, aber die Verdopplung passiert im gleichen Zeitraum. Das heißt, wenn der nette Mensch tatsächlich 100 Jahre alt werden würde, dann müsste er bis dahin 4.000 Euro im Monat haben. Das heißt, von der Rente bis sozusagen bis zu dem schönen 100-Jährigen müsste sich seine Rentenleistung nochmals verdoppeln. Und das sind Sachen, die einfach aufgrund unseres Geldsystems und aufgrund der Vorgaben, die die EZB macht, einfach sozusagen schon das größte Manko und das größte Problem, warum unsere Geldwirtschaft einfach nicht nachhaltig sein kann. Das heißt, es sind auch keine wirklich langfristigen Pläne, die den einzelnen Individuen betreffen, die aufgehen können oder funktionieren können. Also deswegen mache ich auch diese ganzen Videos, die Aufklärung erstmal zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit unserem Geldsystem? Warum gibt es überhaupt ein Problem? Das sind im Endeffekt genau diese Vorgaben, das sind genau diese Überlegungen zu sagen, es soll ein Geldsystem mit Inflation sein. Die Gründe für die Inflation und so weiter stelle ich mal noch hinten an. Ich werde da noch weiter drauf eingehen. Aber dass dort schon das erste große Manko entsteht, zu sagen, hier habe ich Schwierigkeiten, ein solches Geldsystem zu unterstützen, das für das Normalverständnis der Bürger einfach nicht nachvollziehbar ist, dass es genau zu solchen Effekten kommt, dass es innerhalb von einer Zeitspanne, wenn man jetzt 30 Jahre alt ist, dann für eine Rente plant mit einem Alter von 65 und eine solche Rente überhaupt nicht stemmbar ist. Das heißt, erst recht die private Altersvorsorge ist sozusagen an der Stelle schon von vornherein null und nichtig, weil ich bin nicht in der Lage, von einem bestehenden Einkommen so viel Einkommen abzusparen, um im Endeffekt diesen Inflationseffekt zu erreichen. Zu den weiteren Effekten, die natürlich da drin stecken, der Zinseszinseffekt, der dann angeschrieben wird durch eine kapitalgedeckte Rente, da gehe ich auch dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf ein. Jetzt nur eben soweit, was bedeutet das? Und vor allen Dingen, was hat es eigentlich zu bedeuten, wenn zwar die Inflation, die dort über den Verbraucherpreisindex gemessen wird, bei 2% liegt, in Wirklichkeit aber die Geldmenge viel schneller steigt. Hier ist zumindest meine gewagte Theorie, dass die Preisentwicklung einfach nur verdeckt ist dadurch, dass diese Gelder, diese Geldmengen, die hier sozusagen erzeugt und in Umlauf gesetzt werden, dass die dadurch sozusagen verschwinden, weil die Preissteigerungen, die damit bewirkt werden, als formal gut betrachtet werden. Das heißt, wir haben eine Konnotation, wir sagen Preisentwicklung an den Immobilien, Preisentwicklung bei Wertpapieren, dieser ganze Aktienmarkt würde eine Wertsteigerung als solches darstellen. In Wirklichkeit spiegeln diese Dinge nur eher die Geldentwicklung wider. Und im letzten Effekt könnte man dann überlegen, wenn ich mir die Entwicklung der Preise sowohl an Aktienmärkten als auch bei den Immobilien anschaue und die nicht im Verhältnis zu einer angenommenen oder berechneten Inflation setze, sondern tatsächlich mal zu dem Geldmengenwachstum ins Verhältnis setze, ob ich da nicht feststellen muss, dass ich unterm Strich tatsächlich keine Werte gebildet haben, sondern nur die Zahlen größer werden. Aber die Bewertung dieser ganzen Investitionsgüter, der Papiere, der Vermögenswerte in Wirklichkeit der Geldmengenentwicklung hinterherläuft. Deswegen ist diese Geldrechnung grundsätzlich auch in Frage zu stellen, wie sinnvoll eine solche Systematik ist. Soweit zum ersten Themenblock, einfach mal jetzt als Information, was da für Prozente relevant sind und was die Ziele der EZB tatsächlich sind, die sie aktiv verfolgt und was es aber für Auswirkungen auf den kleinen Bürger sozusagen hat, auf den der bloß kleinere Sparvermögen hat, die eben nicht automatisch irgendwelche Renditen abwerfen, die höher sind als dieses Geldmengenwachstum. Und damit gehe ich dann gleich zum nächsten Thema. Warum kommt es überhaupt zu diesem Gedanken, dass diese Geldmenge angepasst werden muss?
bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich die richtigen Buchstaben erwischt habe, aber ich erkläre gleich mal, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Wichtig ist der Name Irving Fisher und das Ganze, was das sozusagen darstellt, ist die Quantitätsgleichung des Geldes. Auf diese Gleichung wird sozusagen die Überlegung zurückgeführt, dass die Geldmenge gesteuert werden müsse, beziehungsweise dass die Geldmenge sogar gezielt wachsen müsse, damit ein bestimmtes Gleichgewicht erhalten bleibt. So, was bedeuten jetzt die einzelnen Buchstaben? Das M steht an der Stelle für Money Supply, also Geldmenge. Das war ja auch im ersten Video mit den M1 bis M3 die Geldmengen bezeichnet. Das heißt, M ist das Geld, das im Umlauf ist. U ist an der Stelle einfach mal die Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, ein Geldschein, da ist es am leichtesten vorstellbar, der wandert von Hand zu Hand. Und das heißt, wie oft läuft er sozusagen in der Wirtschaft um? Das heißt, von Unternehmen, das es als Gehalt auszahlt, der dann, wo der Angestellte etwas konsumiert und durch den Konsum dann irgendwann das Unternehmen diesen Geldschein zurückbekommt, um wieder Einnahmen zu generieren. Das heißt sozusagen einen kompletten Kreislauf. Und es bedeutet dann, wenn 100 Euro im Umlauf sind, das heißt, wie viele Umsätze generiert dieser 100-Euro-Schein im Jahr? Das heißt, wenn er monatlich ausgegeben wird, einmal zum Lohn Angestellten, dann vom Angestellten wieder zu Konsum. Das heißt, er wandelt zweimal im Monat um. Das macht dann 200 Euro im Monat. Das macht bei 12 Monaten 2400 Euro im Jahr. Das heißt, auf einen Geldschein, also auf einen 100-Euro-Geldschein, würden ein Umsatz von 2400 Euro generiert. Wie gesagt, das ist die Seite, das ist die Geldseite. Einmal also einmal die Geldmenge und einmal die Umlaufgeschwindigkeit. So, was steht jetzt auf der anderen Seite von der Quantitätsgleichung? Übertragen kann man das im Endeffekt auf das BIP. Das heißt, es sind im Endeffekt die Güter und Waren und Dienstleistungen, die umgeschlagen werden. Da fallen natürlich die Gehälter genauso rein. Im Verhältnis zum Preisniveau. Das heißt, es gibt sozusagen Waren, die werden dann sozusagen mit einem bestimmten Preis ausgezeichnet. Und wenn sich die Preise verändern, dann ändert sich ja sozusagen der Gesamtumsatz oder der Gesamtbetrag, der notwendig ist, um diese Güter umzusetzen. Deswegen also B einfach das Preisniveau und B ist jetzt einfach mal das Warenangebot, was in einer bestimmten Volkswirtschaft, in einer bestimmten Region irgendwo existiert. Und wenn ich das sozusagen zusammennehme, habe ich normalerweise dann das Bruttosozialprodukt, was sozusagen in einem Jahr in einer Volkswirtschaft umgesetzt wird, wo sowohl Löhne als auch Gehälter als auch Waren, Dienstleistungen und so weiter einfließen, genauso Rohstoffe und so weiter und so fort. So, was ist jetzt eigentlich das Problem mit dieser ganzen Gleichung? Weil es sieht ja erstmal ganz praktisch aus, erklärt so ein bisschen, ach ja, okay, deswegen, damit man halt die Güter gut umsetzen kann, braucht man genug Geld, damit eben die ganze Zirkulation funktioniert und so weiter und so fort. So, jetzt ist aber der Unterschied von der Seite gegeben. Das eine ist die theoretische Betrachtung. Das heißt, ich mache Empirie, nein, also nicht die theoretische Betrachtung, sondern die praktische Betrachtung. Ich mache erstmal Empirie, gucke nach, wie viel Geld ist im Umlauf. Muss ich dann noch ein bisschen korrigieren, was ich da eigentlich für Werte nehme. Aber im Normalfall gehe ich mal von M1 aus. Das heißt, dort ist das Bargeld vorhanden, was die Leute in der Hand haben und die Giralgelder, mit denen direkt Zahlungen geleistet werden. So, jetzt gucke ich mir dann dazu an, beziehungsweise U ist meistens das, was ausgerechnet wird, weil das ist sozusagen nicht der Faktor, der tatsächlich gemessen werden kann, sondern der wird ja indirekt ermittelt, weil dann auf der Seite angefangen wird, ich habe diese Gesamtsumme der wirtschaftlichen Umsätze innerhalb einer Wirtschaft, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, eben normalerweise ein Jahr. So, jetzt ist aber die Sache, ist, das Preisniveau wird so Pi mal Daumen eben zum Beispiel anhand des Verbraucherpreisindex entwickelt, was aber wenig Aussage darüber gibt, wie sich das Preisniveau tatsächlich verändert, wie sich das auf die Waren auswirkt, ob eine Ware im Verhältnis zu einer anderen teurer wird, ob eine Ware allgemein teurer wird aufgrund anderer Umstände, nicht weil sie nachgefragt wird, sondern weil die Rohstoffe teurer werden oder. Das heißt, es gibt viele Sachen, die in diese Preisentwicklung von Waren Einfluss nehmen. Genauso wie das Warenangebot ja von sehr vielen Faktoren abhängt. Erstmal, ob es jemand produziert, ob es giftig ist, ob es gefährlich ist, das herzustellen.
ob ja, ein Nutzen dabei ist für Leute, die das halt konsumieren wollen, haben wollen, was auch immer. Bis zur Legalität und Illegalität bestimmter Waren, die den, ja, in irgendeiner Form den Umsatz dabei auch beschränken oder erweitern oder je nachdem. So, und in dem Zusammenhang, das heißt, nachdem die Umsatzzahlen ermittelt wurden, wird dann hergeguckt, in welchem Verhältnis steht denn jetzt die Geldmenge zu der Umsatzzahl. Und dann sagt man, okay, im Durchschnitt, ich habe zum Beispiel ein Bruttosozialprodukt von 2,5 Billionen, also 2.500 Milliarden, meinetwegen für Deutschland, und stelle jetzt fest, ich habe auch eine Geldmenge von 2,5 Milliarden M1 oder ein bisschen weniger. Und dann bin ich bei einem Geldfaktor von 1. Das ist erstmal eine nette Theorie, das ist erstmal eine nette Zahl, aber was sagt das überhaupt aus? Und wie sehr ist das mit der Realität nachvollziehbar? Weil eben der Angestellte, also der Angestellte, der monatlich seinen Lohn bekommt, der weiß, dass am Monatsende sein Konto leer ist. Das heißt, jeden Euro, den er bekommt, hat er im gleichen Monat wieder ausgegeben. Das heißt, bei ihm laufen eigentlich die Euros mindestens 12-mal im Monat rum, also 12-mal im Jahr rum. Das heißt, wie kommt es dann zustande, dass es sein kann, dass eine Geldmenge auf der einen Seite hier einen Geldfaktor von 1 hat, während der andere einen Geldumlauffaktor eigentlich von 12 hat? Das lässt sich damit erklären, dass tatsächlich manche Euros dieser Geldmenge offensichtlich über Jahre hinweg, über viele Jahre hinweg, in dem Fall, um das auszugleichen, müssten sie ja um 12 Jahre. Das heißt, bei dem einen liegt das Geld 12 Jahre lang an der gleichen Stelle, während bei dem anderen das Geld eben monatlich zumindest umgesetzt wird. Und an der Stelle beginnen sozusagen schon die Schwierigkeiten, weil diese ganze Quantitätsgleichung ist dann nicht mehr eine n-exogene Größe, das heißt, die ist nicht mehr von außen nur theoretisch betrachtet durch Empirie, sondern in Wirklichkeit funktioniert das Ganze andersrum. Das heißt, ich mache mir ein selbsterfüllender Prozess, weil hier wird gesagt, ich möchte bitte, dass das BIP steigt. Aber ich habe die Befürchtung, dass immer zu wenig Geld im Umlauf ist, weil irgendjemand lässt das Geld auf irgendeinem Sparbuch oder auf irgendeinem Konto oder sonst irgendwo. Keine Ahnung, warum nicht genug Geld da ist. Auf jeden Fall will ich mehr Geldumsatz machen. So, was ist jetzt das Problem an dieser Gleichung? Diese Gleichung ist im Endeffekt nicht wirklich eine Beschreibung eines Systems, sondern sie ist eine Fortschreibung einer Annahme, die sozusagen von der EZB heute auch erfüllt wird. Das heißt, die EZB geht davon aus, dass es notwendig ist, diese Geldmenge zu vergrößern, aus dem einfachen Grund heraus, damit sie damit sozusagen den Konsum stärkt, damit die Waren und Dienstleistungen eingekauft werden können, weil dieser Umlauffaktor wird zumindest sozusagen von den Berechnungen, weist eine ziemlich starke Konstanz aus. Das heißt, wenn ich das Bruttoinlandsprodukt aber steigern will, dann ist der Gedanke dabei zu sagen, naja, dadurch, dass der Umlauffaktor anscheinend ziemlich konstant ist, muss ich mehr Geld reinpumpen, damit im Endeffekt auch neuer Konsum stattfinden kann. Dieser Gedanke hat nur einige Fehler. Der erste Fehler ist, diejenigen, die Bedürfnisse haben, kommen nicht an das Geld. Warum? Weil das Geld zum Beispiel über Kredite geschaffen wird oder über den Ankauf von Wertpapieren. Das heißt aber, diejenigen, die tatsächlich jetzt Bedürfnisse haben, die zur Erhalt des Lebens, wie zum Beispiel Essen, Miete, Wohnen, Unterkunft, Kleidung, Wärme, Energie, diese Menschen sind normalerweise nicht in der Lage, von Banken frisch geschöpftes Geld zu bekommen. Und damit geht diese Logik zu dem Teil nicht auf, weil sie überhaupt nicht in die Lage versetzt werden, wirklich zu konsumieren. Der nächste Punkt, warum diese Überlegungen nicht greifen, ist, weil gleichzeitig eben festgelegt wird, dass das Preisniveau steigen soll. Ich hatte ja am Anfang, der erste Teil, ich hatte gesagt, dass 2% ist die Inflationszielmarke der EZB. Das heißt, sie ist ständig dabei, das Preisniveau nach oben zu schrauben, indem sie eben die Geldmenge erhöht. Und die Frage ist, wozu? Und damit komme ich dann gleich zum nächsten Punkt, weil die Argumentation, warum das jetzt an der Stelle überhaupt notwendig ist, ist aus der Gefahr von Deflation. Das heißt, man bezahlt lieber eine Inflation,
Weil man nämlich sonst, und das ist das Spannende, das Instrument der Geldmengensteuerung verliert. Das heißt, ich muss immer die Geldmenge übersteuern, ich muss sie immer in ein Wachstum führen, weil in dem Moment, wo ich es nicht mache und das Preisniveau sozusagen sich stabilisieren könnte oder anfangen könnte zu fallen, schaffe ich es nicht mehr, den Konsum sicherzustellen. Warum? Das ist wieder der nächste Block. Da kommen nämlich kommen sich diese Geldfunktionen, die ich im ersten Video kurz erwähnt hatte, Geldfunktionen, Wertmaßstab, Zahlungsmittel und Wert auf Bewahrung. Und da wird am schnellsten ersichtlich, dass gerade durch die Funktionen des Wert auf Bewahrung und der Zahlungsfunktionen sich sehr schnell ins Gehege kommen. Das ist eben genau der Punkt. Der eine, der monatlich sein Gehalt bekommt und es ausgibt, bei dem funktioniert das Geld als Zahlungsmittel. Für denjenigen, der im Endeffekt den Umlauffaktor nach unten treibt, das heißt, wo das Geld 12 Jahre liegt, bei dem ist das Thema, dass das Geld eine Wertaufbewahrungsfunktion erfüllt. Und in dem Moment, wo das Geld hier liegt, kann es natürlich hier nicht mehr zu Umsätzen beitragen. So, aber bevor ich jetzt zur Deflation komme, greife ich nochmal das Thema der Inflation auf und möchte dabei aufzeigen, wer denn am stärksten verliert. So, um aufzuzeigen, wer jetzt bei der Inflation eigentlich am meisten verliert, habe ich mal 3 Prototypen angeschrieben. Das erste ist der normale Sparer, der einfach nur ein bisschen Geld auf seinem Sparbuch hat. Nehmen wir mal auch an, der hat da jetzt 1000 Euro liegen. Der mittlere ist der einfache angestellte Arbeiter, der hat normalerweise gar kein Sparvermögen und taucht in der Betrachtung der Inflationsgewinner und Verlierer normalerweise überhaupt nicht auf. Was aus meiner Sicht schon ein ziemlicher Fehler ist, weil ich komme gleich drauf, warum der Angestellte nämlich der größte Verlierer ist. Das andere ist dann noch als dritte Person natürlich der Schuldner, das heißt einer, der Geld zurückzahlen muss und der auch eine bestimmte Verzinsung zu erfüllen hat. So, in aller Regel ist jetzt der einfache Sparer, bei dem ist es unwahrscheinlich, dass er für sein Sparbuch einen Zins bekommt, der größer ist als die Inflation. Das heißt, im Regelfall, nehmen wir mal an, selbst der hat noch eine Verzinsung von 1%. Das heißt, da die Inflation selber ja keinen nominellen Wertverlust darstellt, das heißt, ich sehe nicht, dass mein Geld entwertet wird, das spüre ich nur, wenn ich das Geld tatsächlich wieder verwende und versuche dafür einzukaufen. Das heißt, der Sparer hat nach einem Jahr trotzdem auf seinem Guthaben, auf seinem Sparbuch, hat er einen Zuwachs. Das heißt, er sieht, es wird mehr. Wenn er jetzt nicht sehr offen durch die Gegend rennt und vielleicht auch im Supermarkt es gar nicht so sehr auffällt, dass da jetzt eine Inflation stattfindet, dann denkt er, ach ja, ich bin toller Gewinner dieses Zinseszinssystems und profitiere ja auch davon, indem ich dort meine kleineren Gewinne habe. So, wie ist es jetzt beim Schuldner? Dass der Schuldner einen Zins zahlen muss, der unterhalb der Inflation liegt, ist wiederum auch unwahrscheinlich. Das heißt, bei dem Schuldner gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass er einen Zinssatz von 5% hat. So, das heißt, der Schuldner muss im Endeffekt nach Ablauf eines Jahres dann 1000 Euro und 5 Euro zusätzlich zurückzahlen. Das heißt, von der Inflation profitiert er an sich noch nicht, weil selbst wenn das Geld dann sozusagen lockerer auf dem Markt verdient werden kann, ist es ja nur um 2 Euro lockerer. Das heißt, er muss immer noch 3 Euro mehr bezahlen. Das heißt, das ist zusätzliche Leistung, die er erbringen muss. Im Gegensatz dazu, wenn er diese 1000 Euro nicht als Schulden hätte aufnehmen müssen, sondern in irgendeiner anderen Form, das sozusagen ohne Zinsen hätte erhalten können. So, aber und jetzt das Spannende, der Angestellte mit 0 Euro. Der Angestellte hat zwar kein Sparguthaben, aber er erhält jeden Monat ein Gehalt. Für ihn macht sich das insoweit dann bemerkbar, weil bei den beiden, also der Sparer hat das Geld sowieso liegen, das heißt, er gibt das Geld nicht aus. Der Schuldner hat im Zweifelsfall das Geld ja schon längst ausgegeben und muss nur Geld erwirtschaften, um diese Schulden zu begleichen. Das heißt,
der hat eingekauft am Anfang des Jahres, der kauft überhaupt nicht ein, das heißt, ihn betrifft im Moment der Preisanstieg noch gar nicht. Aber den Angestellten betrifft dieser Preisanstieg jeden Monat. Der hat zwar hier 0 Euro als Guthaben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch 1000 Euro im Monat verdient. So, aber bei diesen 1000 Euro kommt, auch wenn er die jeden Monat hat, kommt ja nichts dazu. Das heißt, sein Gehalt bleibt bei 1000 Euro. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, sozusagen im Schnitt mit 2% im Jahr, das heißt, wir haben hier einen Wert von 12.000 Euro. Er hat einen Kaufkraftverlust, das heißt, durch den Anstieg wären das monatlich 2 Euro. Wenn ich das jetzt einfach als Durchschnitt nehme, das heißt, insgesamt auf das gesamte Jahr wären das auf jeden Tausender, wären das 2 Euro, wären 24 Euro. Ich mache einfach mal einen Durchschnitt, deswegen rechne ich jetzt einfach mal mit 12 Euro. So, das heißt, sozusagen überschlagsmäßig, wenn sich, wie gesagt, monatlich 1000 Euro ist der Konsum, das heißt das, was er als Gehalt rausbekommt, das, was er jeden Monat ausgeben muss und was ist sozusagen 2% Preissteigerung in den Waren niederschlagen. Das heißt, der Angestellte, dessen Gehalt eben nicht angehoben wird, verliert insgesamt auf das ganze Jahr gesehen eine Kaufkraft von 12 Euro, die er direkt spürt, weil er ja auch jedes Mal sein Geld ausgibt und regelmäßig im Supermarkt einkaufen geht, vielleicht mal eine neue Waschmaschine braucht, bei der Werkstattreparatur von Auto oder anderen Sachen, die halt sein tägliches Leben sozusagen begleiten. Und das ist eben das, was bei der Inflationsdebatte normalerweise kaum zum Sprache kommt, dass der Angestellte die Kaufkraftverluste direkt spürt. Das heißt, in der Rolle ist der Inflationsverlust am stärksten. Natürlich ist es jetzt so, dass die Gewerkschaften, soweit sie noch einigermaßen stark sind oder irgendwelche abgeschlossenen Gebiete haben, wo sie ein gutes Druckpotenzial aufbauen können durch Arbeitsverweigerung gegenüber den Arbeitgebern, dass sie versuchen, dieses wieder auszugleichen. So, aber wie funktioniert dieser Ausgleich jetzt? Der eine Fall, der in letzter Zeit durchaus zugenommen hat, sind Einmalzahlungen. Das heißt, das monatliche Gehalt bleibt sozusagen konstant und es wird durch eine Einmalzahlung von 50, 100 Euro, 300 Euro, was auch immer, aber es ist eine Einmalzahlung. Das heißt, das Gehalt, was nach einem Jahr ja bei 1.002 Euro im Monat liegen müsste, bleibt bei 1.000 Euro. Und der Zuwachs ist ja sozusagen nicht nur 2 Euro, sondern 2 Euro und 2 Cent und so weiter. Das heißt, in dem zweiten Jahr wie gesagt, das ist alles bloß mal eine Zusammenrechnung. Also für den Sparbuchinhaber, logischerweise, der bekommt dann wieder seinen 1 Euro und sein Euro, den er schon gut geschrieben hat, wird sozusagen nochmal mit einem Cent verzinst. Das heißt, der hat dann nach dem zweiten Jahr 2,01 Euro. Der hat zwar auch eine Differenz, was die den Kaufkraftverlust angeht, aber da er hier ja nur 1000 Euro liegen hatte, hat er sozusagen hier 2 Euro, 1 Euro Verlust. Hier dann auch wieder, das sind dann 2 Euro 2 Verlust, das heißt, das ist sozusagen 2 Euro, also das Minus am Ende summiert sich auf 2,01 Euro. Also im Endeffekt der gleiche Betrag, der ihm ja als Zins gutgeschrieben wird, weil er kriegt ja 1% Zinsen bei 2% Inflation, hat er sozusagen den gleichen Betrag, den er als Zins hat, verliert er auch nochmal in Kaufkraft. Es ist sozusagen nicht so stark sichtbar. Bei dem Schuldner bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass der seine Zinsen sowieso zahlt. Das heißt, die kumulieren sich nicht. Das heißt, der hat jetzt einfach bis dato eine Schuld abgetragen. Ist sogar wahrscheinlicher, dass das hier sinkt, weil wenn er ein Annuitätendarlehen hat, geht ja sozusagen die Zinslast runter. Das heißt, tendenziell hat er eher weniger als 1.010 Euro, die er an Schulden noch oder sozusagen an Leistung bisher erbracht hat, um seine Schulden zu tilgen. Deswegen ist selbst hier die Zinslast mit 5 bzw. dann nach 2 Jahren mit 10 Euro relativ gering.
jetzt, wie gesagt, wieder die Kaufkraftverlust bei dem Angestellten. Also nach dem ersten Jahr ist er hier, wie gesagt, pro Monat Kaufkraftverlust. Im Jahresschnitt sind es nur 12 Euro gewesen, aber das heißt, dieser Kaufkraftverlust selber ist ja jetzt sozusagen jeden Monat mit 2%. Das heißt sozusagen auf das gesamte Jahr hochgerechnet wären das dann 24 Euro, weil es dann für jeden Monat 2% entspricht. Der Durchschnitt vom ersten Jahr, den wollte ich nochmal korrigieren. So ist die Rechnung sozusagen korrekter. Das heißt, im ersten Jahr hatte ich ja unterstellt, dadurch, dass die 2% ja auf das gesamte Jahr wirken und erst im Dezember eigentlich wirklich 2% monatlich ausmachen, dass das sozusagen, wenn das kontinuierlich ansteigt, habe ich sozusagen im Schnitt 12 Euro Kaufkraftverlust, die sozusagen über das gesamte Jahr kumuliert auflaufen. So, im zweiten Jahr ist es ja jetzt aber so, die Inflation, das heißt, die Preise sind ja alle bereits gestiegen. Das heißt, hier habe ich jetzt schon einen Basisverlust von den 2 Euro, die im ersten Jahr erreicht wurden. Und wenn es weiterhin jetzt bei 2% Inflation ist, ohne das jetzt im Nachkommastellen nachzurechnen, steigt das auch im zweiten Jahr, steigt es ja um weitere 12 Euro im Durchschnitt an. Das heißt, der prozentuale Wert ist wiederum ein Kaufkraftverlust von 12 Euro, der da oben drauf kommt. Das heißt, ich sehe schon, wenn ich sozusagen im zweiten Jahr das Ganze durchrechne, das heißt pro Monat die 2 Euro, die ich im Vorjahr schon verloren habe, dann im gegenwärtigen Jahr wiederum 12 Euro, die ich an Kaufkraft verliere. Das heißt, das ist natürlich nicht die Summe, die jetzt in dem Jahr anfällt, sondern das ist die Summe, die sozusagen im ersten Jahr angefallen ist. Das heißt, im zweiten Jahr erhalte ich minus 36 Euro, während im ersten Jahr, wenn ich die dann dazu nehme, den Verlust, den ich nach 2 Jahren dann habe, bin ich bei 48. Ich hoffe, das ist einigermaßen nachvollziehbar, was das bedeutet, dass sozusagen in den Preisen diese Dinge einfach die Preise der Waren ansteigen und dadurch zu einem konstanten Verlust für den Angestellten führen, der ja sein Einkommen jeden Monat ausgibt und jeden Monat den Verlust von eben 2% sozusagen dann auch erlebt, weil das Geld ist weg und er kann dafür keinen Ausgleich mehr finden, weil er wird nicht nachträglich in dem Sinne eben diese Gehaltserhöhung bekommen, weil ich, da bin ich ja gerade von ausgegangen, wenn die Gewerkschaften diese Einmalzahlungen haben und mal angenommen, ich arbeite in einer Branche, in der schon meinetwegen 3 Jahre keine kompletten Gehaltserhöhungen, keine prozentualen Gehaltserhöhungen mehr stattgefunden haben, sondern meinetwegen nur Pauschalbeträge von 50 oder 100 Euro. Das heißt, wie gesagt, nach dem zweiten Jahr bin ich bei 2% Inflation schon bei 36 Euro Kaufkraftverlust. Das taucht in den Zahlen nicht auf, das ist sozusagen die Schwierigkeit. Aber es ist sozusagen das, was der Angestellte, obwohl er leistet ja nicht weniger Arbeit, er leistet weiterhin seine 40 Stunden, macht die gleiche Arbeit, macht die gleiche Tätigkeit, er bringt also normalerweise auch die gleiche Wertschöpfung. Aber sein Gegenwert, das heißt das, was er als Gehalt bekommt, ist deutlich gesunken. Also wie gesagt, deswegen einfach mal als Punkt, dass der eigentliche Verlierer bei der Inflation weder der Sparer ist, der Schuldner genauso wenig, sondern dass der Einzelne, der die Inflation trägt, mit von den Kosten her, ist tatsächlich der Angestellte, der ohne Einkünfte aus Kapitalvermögen und auch keine weiteren Sparmöglichkeiten hat, sondern der tatsächlich sein Geld regelmäßig ausgibt. So, das aber jetzt, das war jetzt nur der Zwischenschritt, weil insgesamt geht es jetzt darum, warum Inflation, wenn sie doch diese Nachteile hat, für die Leute, die die Wirtschaftsleistung erbringen, die ganzen Arbeiten erledigen. Warum entscheide ich mich trotzdem, ein Geldsystem zu haben, das durch Inflation funktioniert? So, da ist der Begriff wichtig, das Thema der Deflation. Weil davor herrscht unglaublich viel Angst. Bei der Irving-Fischer-Gleichung hatte ich es ja geschrieben. Es geht darum, dass das Ganze in Gleichgewicht ist und dass möglichst viel Waren umgesetzt werden. Also auf der Seite hatte ich ja aufgeschrieben, Preisniveau mit den Waren und Gütern, die abgesetzt werden.
Und da ist dann jetzt dieser, tja, auch wahrscheinlich eigentlich nur als Dogma zu bezeichnende Annahme, ich muss für Inflation sorgen, damit die Preise nicht so stark fallen, dass die Leute ihr Geld hoarden. Dabei ist es bei dem Angestellten überhaupt nicht möglich, der kann sein Geld gar nicht hoarden, weil der hat seine Ausgaben jeden Monat. Das heißt, diese Annahme, dass die Leute im Endeffekt nicht konsumieren würden, betrifft wiederum nur einen bestimmten Sektor von Gütern und Waren, denen die halt nicht zwingend notwendig sind. Also ich brauche nicht unbedingt das Auto zu erneuern, solange es noch fährt. Ich muss keinen neuen PC haben, solange die Aufgaben, die er erledigen soll, erledigt werden können. Und so ist es halt auf viele Bereiche. Das heißt, es ist eigentlich nur darum, ob Konsum, der aufgeschoben werden kann, stattfindet oder nicht. Weil Konsum, der nicht aufgeschoben werden kann, von wegen Essen, Kleidung, Energie, Dach über dem Kopf, diese Dinge können nicht aufgeschoben werden. Das heißt, für die macht diese ganze Überlegung überhaupt keinen Sinn. Und jetzt kann man sich aber überlegen, ob es sinnvoll ist, eine Wirtschaft danach oder ein Geldsystem für eine Wirtschaft danach auszurichten, wo es darum geht, die tatsächlichen Bedürfnisse, die zum Überleben notwendig sind, zu stützen und zu halten, oder ob es darum geht, sozusagen den Konsum, der gesellschaftlich nicht zwingend notwendig ist, aus der Betrachtung der Bedürfnisbefriedigung von Menschen, sondern eher aus Bedürfnisbefriedigung der Unternehmen, des kapitalistischen Systems, der Anleger eventuell, wohlgemerkt nicht den armen, den kleinen Sparer, sondern tatsächlich die investitionellen Anleger, die Profite und Rendite haben wollen. Ist die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Geldsystem danach auszurichten, dass Produkte konsumiert werden, deren Lebensdauer noch längst nicht überschritten ist, die also weiterhin eine sinnvolle Erfüllung ihrer Aufgabe durchführen. Also ein Auto, wie gesagt, ein Auto, solange es fährt, fährt es, und mehr muss ein Auto eigentlich nicht leisten. Es gibt keinen Grund, dieses Auto zu ersetzen. Und jetzt wird aber dafür gesorgt, weil ja eben das Geld entwertet wird, dass ich kein Geld auf die Seite lege, um länger als notwendig zu warten, dieses Auto zu ersetzen. Also jetzt nochmal den Punkt der Inflation, der Deflation. So, um sozusagen mit dem Beispiel der Deflation mal ein bisschen was durchzuspielen, gehe ich jetzt mal verschiedene Warengruppen durch, einfach mal nur systematisch, um diese Mechanismen nochmal aufzuzeigen. Also eine Deflation sagt ja, dass die Preise sozusagen im Weiterfront bröckeln und dass dann die Menschen sozusagen den Konsum aufschieben, solange es geht, um einfach für ihr Geld mehr zu bekommen. Was ja durchaus verständlich ist, zu sagen, wenn ich ja jetzt nicht darauf angewiesen bin, es zu brauchen und in einem halben Jahr mich das Ganze nur noch die Hälfte kostet, das wäre natürlich super. Aber schauen wir mal die einzelnen Warengruppen an. Als erstes das Thema Nahrung. Für Nahrung wird in Deutschland ohnehin relativ wenig ausgegeben. Nichtsdestotrotz wird dieses Geld ausgegeben, weil Nahrung brauche ich jeden Tag. Das heißt, die Ausgabe erfolgt sowieso sozusagen, ich schreibe mal einfach täglich hin. So, der nächste Punkt ist Wohnung. Fasse ich jetzt mal das Thema Energieverbrauch mit rein, Wärmeverbrauch, überhaupt eine Unterkunft. Ich kann ja meinen Unterkunftsbedarf nicht aufschieben, so von wegen, ach, jetzt lebe ich mal eine Woche auf der Straße und danach schlafe ich dann so und so viele Nächte in einer Wohnung. Macht ja an der Stelle auch keinen Sinn. Das heißt, eine Wohnung wird auch konstant genutzt und gebraucht werden. Die Frage ist halt, kann bei Wohnung Konsum aufgeschoben werden? Naja, es ist ja die Frage, ob eventuell die Renovierung aufgeschoben wird. Das heißt, ob ich wirtschaftliche Aktivitäten zum Erhalt der Wohnung aufschiebe. Das ist dann wieder die Frage, wie sind die Eignungsverhältnisse der Wohnung selber? Ist es für mich sinnvoll, sozusagen mit einem tropfenden Dach abzuwarten, bevor ich das flicken lasse? Und da ist tendenziell eher zu sagen, eigentlich nicht. Das heißt, wenn ich Schäden an einer Wohnung sozusagen nicht behebe, wie tatsächlich die Bausubstanz angreife, dann werde ich mir nur langfristig noch größere Kosten ins Haus holen. So einen Preisverfall kann es überhaupt nicht geben, um dort sozusagen korrigierend zu wirken, dass es für mich insgesamt günstiger werden kann. Und die Wohnung wird auch täglich konsumiert. Das heißt, auch hier ist das Thema wieder täglich.
Das heißt, ein Preisverfall als solches kann überhaupt keine Wirkung auf diesen ganzen Bereich, was mit Unterkunft, Leben und so weiter zu tun hat, auch wieder nicht haben, weil es dort nicht relevant ist. Dort kann der Konsum gar nicht zurückgehalten werden. So, als Beispiel habe ich hier jetzt gerade die Elektronik, das heißt Computer, Handys und so weiter. Da ist es jetzt ziemlich spannend. Das heißt, ich kann mir sehr wohl überlegen, ob ich ein Handy, das tadellos funktioniert, nach 2 Jahren, nur weil mir der Vertragspartner anbietet, ein neues zu kaufen, wirklich ein neues Handy brauche. Weil natürlich brauche ich es definitiv nicht, weil die Funktionalitäten und so weiter kann, zum Beispiel wenn man schon ein Smartphone hat, braucht man kein neues Smartphone. Das ist ja gerade das Geschickte daran, dass das Ding aufgrund von Software-Updates überhaupt nicht physisch ausgetauscht werden muss, sondern einfach aktualisiert werden kann. Das ist ja der Sinn der Sache. Also warum sollte es hier sinnvoll sein, darauf hinzuwirken, dass mehr Handys konsumiert werden? Wessen Vorteil liegt darin, zu sagen, wir haben ein Geldsystem, das sozusagen Deflation entgegenwirkt, indem es Inflation betreibt mit allen seinen Wirkungen, nur um dafür zu sorgen, dass Elektronikprodukte gekauft werden. Wie gesagt, auch bei Kfz und zum Beispiel ist das auch bei Maschinen, auch überhaupt bei Investitionen von Unternehmen, die ja aus welchen Gründen überhaupt ihre Maschinen und so weiter erneuern müssen. Weil die Sache ist, eine Maschine, die grundsätzlich funktioniert, die kann jetzt entweder so weit veraltet sein, dass sie natürlich nicht mehr effizient genug produziert, nicht mehr schnell genug, das heißt, sie ist nicht kosteneffizient. Wenn das Unternehmen damit aber nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dann muss es die Maschine sowieso erneuern. Das heißt, auch da ist das Thema Deflation überhaupt kein Aspekt. Das heißt, für das Unternehmen macht es keinen Sinn, wenn es mit der neuen Maschine eine ausreichend große Produktivitätsfortschritt erreichen kann. Das heißt, auch dort macht dieses ganze Thema, Angst vor Deflation zu haben, überhaupt keinen Sinn. Und bei Elektronik, wie gesagt, da kann sich jeder selber überlegen, ob es sinnvoll ist, Güter, die noch funktionieren, vorzeitig auszutauschen, nur in dem Aspekt, weil sie ja morgen teurer sein können und sich selbst günstiger bekomme. Und das Spannende ist, bei Elektronik funktioniert das im Regelfall auch nicht, weil Elektronik, wenn man sich mal Computer und Hardware und die ganzen Kosten im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit dieser Geräte anschaut, sind die unglaublich deflationär. Aber die Menschen kaufen es trotzdem. Das heißt, auch dort führt, obwohl dieser Markt ja tatsächlich deflationär ist, führt der Preisverfall gar nicht dazu, dass es nicht konsumiert wird. Oder dass es zumindest so schlecht konsumiert wird, dass sozusagen diese Industrie in der Handysparte zusammenbricht. Und trotzdem passiert es natürlich, dass die Handyfabriken zusammenbrechen, aber woran liegt das wieder? Das liegt nicht daran, dass die Menschen zu viel sparen würden oder nicht genug Handys kaufen, sondern einfach nur, weil es ein Überangebot an diesen Handys gibt und mehr als ein oder zwei Handys, die Frage schon, wer überhaupt sinnvoll mit zwei Handys agieren kann, im Endeffekt auch wieder keinen Sinn ergibt in Bezug auf die persönlichen Bedürfnisbefriedigung einzelner Personen. Das heißt, auch hier stehen wieder Interessen im Vordergrund, die nicht zum Wohl des Einzelnen unbedingt beitragen müssen, beziehungsweise nur zum Wohle einiger weniger, die von dem Konsum profitieren, durch Anleger, durch angefangen von Managern bis zu den Unternehmensbesitzern, ich wollte gerade schon sagen Besetzern, aber Besetzer sind es ja eben nicht, sondern sie sind diejenigen, die Eigentümer sind und die Interesse haben, dass diese Unternehmen möglichst viele, möglichst hohe Profite abwerfen. Und das geht halt nur, wenn man einen Konsum befriedigt. Und eben bei Elektronik, wie gesagt, das ist beliebig, das heißt nach Wahl. Die Frage ist jetzt nur, warum kommt zum Beispiel der Handymarkt in dem Sinne nicht zur Ruhe? Was dort als Innovation verkauft wird, ist die Frage, wieso müssen davon so viele Millionen verkauft werden und mit welchen Argumenten? Das heißt, ist es tatsächlich notwendig, dass die Rechenkapazität eines Handys so viel zunimmt, dass ich tatsächlich unterm Strich einen kleinen Computer mit mir herumtrage? Und wer braucht das alles und wer lastet tatsächlich die Leistungsfähigkeit? Also wer lastet die Rechenkapazität eines solchen Handys tatsächlich aus?
Wie gesagt, das sollen alles nur Anregungen sein, einfach ein paar Gedanken, die allgemein immer wieder Verbreitung finden, in Frage zu stellen und die ganze Sache mal von einer anderen Perspektive zu betrachten, vor allen Dingen auch die Wirkung, die das Geldsystem oder vielmehr die Gedanken mit sich bringen, die in das Wirtschaftssystem gesteckt werden. Das heißt, wie wird Ökonomie verstanden, wie wird das Wirtschaften heute verstanden und welchen Auswirkungen hat das im Endeffekt auf das Geldverständnis? Das heißt, warum ist das Geldsystem so angelegt, wie es ist? Wie gesagt, es hat damit zu tun, dass die Irving-Fischer-Gleichung, um darauf zurückzukommen, ein Gleichgewicht suggeriert, dass die Notenbanken versuchen, jetzt eben das Preisniveau nicht zu stabilisieren, sondern möglichst in einer positiven Inflation zu halten, weil sie Angst haben, dass die Menschen in einer Deflation so wenig konsumieren könnten, dass ihnen die BIP-Zahlen zusammenbrechen. Das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt, worüber sich Staaten definieren, worüber Staaten ein Interesse haben, dass dieser Wert möglichst hoch ist, damit sie zum Beispiel aufgrund der ehemaligen Maastricht-Kriterien, heute die Kriterien, die halt mit dem Euro in Verbindung liegen, von wegen 60% Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, damit solche Zahlen möglichst groß sind. Dabei kann es gar nicht im Interesse des Einzelnen sein, in Bezug auf die Gedanken ökologisch, nachhaltig. Überhaupt die Frage ist, wie viele Ressourcen wir mit unseren Wirtschaften verbrauchen, ob es wirklich sinnvoll ist, sozusagen eine Wirtschaft zu haben, die möglichst viel produziert, möglichst umfassend produziert und das mit dem Geldsystem in der Form zu unterstützen, dass ich sage, kaufe lieber heute als morgen. Weil nichts anderes ist im Endeffekt die Angst vor der Deflation. Weil das Spannende ist, wenn diese Begriffe immer erklärt werden, wie Inflation und Deflation, werden sie immer von der Geldseite her argumentiert. Das heißt, es wird gesagt, wenn die Geldmenge zu stark steigt oder zu stark sinkt, dann würde es zur Inflation bzw. wenn es zu stark sinkt, zur Deflation kommen und würde dann nachteilige Auswirkungen für die Wirtschaft haben. Dabei findet die Geldpolitik aber genau umgekehrt statt. Das heißt, die Geldpolitik findet ja primär statt, um Konsum zu stabilisieren und Umsätze in der Wirtschaft zu generieren. Aber grundsätzlich ist in Frage zu stellen, dass diese Geldmengensteuerung überhaupt sinnvoll und notwendig ist. Weil die Frage ist, warum sollte nicht das konsumiert werden, was die Leute konsumieren wollen? Und warum sollten die das nicht zu dem Zeitpunkt tun, zu dem sie es eben auch wollen? Warum muss der Konsum sozusagen angetrieben werden, in der Hinsicht zu sagen, es ist wichtig für unsere Wirtschaft, dass das, was konsumiert werden kann, was die Leute auch nur konsumieren können, so schnell wie möglich konsumieren. Dafür gibt es aus meiner persönlichen Sicht einfach keinen Grund, dort so eine Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Aber wie gesagt, das sollen alles nur Denkanregungen sein und Überlegungen anzustoßen, sich damit weiter auseinanderzusetzen und zu sagen, was sind denn wirklich die Gründe und was sind überhaupt Ursache und Wirkungszusammenhänge? Ich möchte hier vor allem nicht darauf ausgehen, dass es sozusagen nur eine Wirkung oder einen Effekt gibt, sondern es gibt immer mehrere Aspekte, die in dieser Wirtschaft, die halt mit sehr vielen Akteuren, in der sehr viele Akteure wirken, da gibt es nicht diesen einen Effekt, der das bedingt oder dieser einen Effekt das, sondern es gibt einfach nur Wirkungen, die eine bestimmte Richtung bedingen. Und wie gesagt, das Geldsystem eher als das System, was antreibt und nicht das System, was von der Wirtschaft getrieben wird. Weil der Wirtschaft ist es eher wichtig, dass zwar die Umsätze stattfinden, aber die Frage ist auch wieder, welches Interesse hat die Wirtschaft daran, Umsätze durchzuführen? Ist es tatsächlich das Thema, Bedürfnisse zu befriedigen oder steht im Vordergrund der ökonomische Aspekt der BWL, dass einfach ein Unternehmen Profite und Gewinne abwirft. Und da ist, denke ich, schon der entscheidende Aufspaltungspunkt, zu sagen, was für eine Wirtschaft wollen wir haben? Soll es eine Wirtschaft sein, die produziert um Profit willen und dann den Konsumenten irgendwo etwas anbietet, was er gerade noch bereit ist zu zahlen für den, also oder gerade noch in Anspruch zu nehmen? Oder ist es eine oder sollen wir in einer Wirtschaft leben, in der es tatsächlich darum geht, dass das, was der Einzelne, der immer als Kunde König bezeichnete Konsument,
ob der tatsächlich das Maß aller Dinge sein soll, zu sagen, okay, das, was du wirklich brauchst, das wird produziert. Aber nicht, wir produzieren nicht, um Bedürfnisse im Endeffekt zu wecken oder zu stimulieren, die du dann befriedigst. Als nächstes gehe ich dann noch weiter auf den Punkt ein, wie sich dieser Konflikt zwischen Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsfunktion der Währung sozusagen auswirkt. So, was passiert jetzt in den beiden unterschiedlichen Funktionen? Klar, Zahlungsmittel, das ist das, womit wir im Regelfall täglich zu tun haben. Das heißt, wir konsumieren eine Dienstleistung, wir kaufen eine Ware, irgendein Gut, was wir zu Hause brauchen oder haben wollen. Die Gründe dafür sind erstmal vollkommen nebensächlich. Die Sache ist halt, dass an der Stelle einfach zwei Personen beteiligt sind. Das eine ist derjenige, der etwas anbietet, das andere ist derjenige, der das Geld hat. Und beide sind bereit, miteinander zu tauschen. Der eine möchte das Geld, will die Ware loswerden, der andere will die Ware haben und dem ist die Ware mehr wert als das Geld, was er dafür bezahlen muss. So, Zahlungsmittel. Also soweit ziemlich einfach, ziemlich plausibel. Das heißt, hier ist jeder Gegenstand geeignet, an dem sozusagen eher das Interesse ist, ihn wegzugeben, als ihn zu behalten. Bei der Wertaufbewahrung ist der Punkt, dass dort ist an sich dann nur eine Person beteiligt. Das heißt, die Person, die das Geld hat und die das Geld behalten möchte. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet überhaupt Wertaufbewahrung? Was für einen Wert kann ich überhaupt bewahren? Und dazu ist eine tiefere Einblick in das Geld notwendig, zu sagen, was bedeutet das denn eigentlich jetzt? Was für ein Wert wird denn in diesem Geld gespeichert? Kann Geld überhaupt einen Wert speichern? Ist Geld auf der einen Seite neutral? Das heißt, Geld soll normalerweise ein neutraler Vermittler sein. Das ist ja aus der dritten Funktion sozusagen, die dort im Geld steckt. Das heißt, es soll ein neutraler Preismesser und Gradmesser dafür sein, dass die einzelnen Waren, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, da liegen Äpfel, da liegen Birnen, an den beiden steht ein Preis und ich sage jetzt, okay, wie viel ist mir jetzt das Ganze wert? Ich mag Äpfel mehr als Birnen, dann bin ich vielleicht bereit, auch für Äpfel mehr zu zahlen, als die einzelne Birne kostet und so weiter. Weil ich selber auch einen bestimmten, wiederum einen Wert dem Geld beimesse. Da ist aber schon der Punkt, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Längenmaß, ein Meter ist für jeden von uns ein Meter. Darauf können wir uns ziemlich leicht einigen, selbst wenn wir jetzt nicht wissen, ob ein Meter so ist. Nehmen wir einen Zollstock, Gigamaßstab und gucken da einfach mal nach. Okay, da steht dann genau drauf, okay, so lang ist ein Meter und das ist sehr objektiv übertragbar. So, mit dem Geld sieht das alles ein bisschen anders aus. Weil das Geld ist als Maßstab nicht einfach frei verfügbar. Für mich ist es ein anderer Aufwand, als für eine andere Person an Geld zu kommen. Und damit verschiebt sich schon im Endeffekt die Wertneutralität. Wenn ich mit einer Stunde Arbeit 10 Euro verdiene, ein anderer mit einer Stunde Arbeit 100 Euro, dann ist jetzt die Frage, ob wir bereit sind, also ich in dem Fall, meinetwegen für ein Kilo Äpfel, bin ich bereit, das zu zahlen, was ich in einer Stunde verdiene. Oder wenn jetzt etwas 100 Euro kostet, für mich müsste ich ja 10 Stunden dafür arbeiten. Das heißt, da ergibt sich für mich eine ganz andere Wertigkeit. Und für mich persönlich würde es ja bedeuten, wenn ich nur 10 Euro die Stunde arbeiten kann, das heißt, sind für mich 10 Euro. Das heißt, wenn ich 100 Euro spare, habe ich sozusagen meine Leistung von 10 Stunden gespeichert. Soweit theoretisch. Die Sache ist aber für jemand anders, ist das ein ganz anderer Betrag. Und deswegen, was für einen Wert wird mit Geld gespeichert? Genau genommen gar keiner. Das ist vielleicht auch keine, mit Sicherheit keine allgemein anerkannte Theorie. Aber die einzelne Sache, was nämlich in Geld gespeichert wird, und da kommt nämlich auch die Frage, ist, woher bekommt Geld seinen Wert?
Weil der Punkt ist nämlich, Geld erhält seinen Wert durch Menschen. Wie passiert das? Nun, ganz einfach. Wenn ich Geld für etwas eintauschen möchte, sei es eine Ware, eine Dienstleistung, ist das produziert worden. Das heißt, es ist Arbeit reingesteckt worden. Diese Arbeit kann heute zwar zum Großteil von Maschinen durch Energie substituiert werden, also es muss nicht menschliche Muskelkraft sein. Es kann auch einfach sein, dass es menschliche Ingenieurskunst, also menschliche Denkarbeit primär dort drin steckt, um diesen ganzen Produktionsprozess in Gang zu setzen. Aber letztendlich erhält Geld nur seinen Wert dadurch, dass Waren und Dienstleistungen und Güter angeboten werden, die von Menschen hergestellt werden. Also die irgendwo auf menschlicher Kreativität, auf menschlicher Arbeitskraft, auf menschlicher Leistung beruhen. Und jetzt haben wir umgekehrt die Frage, wie funktioniert denn eine Wertaufbewahrung? Weil wenn ich jetzt heute arbeite, meine 10 Euro, die ich hier arbeite, sind sozusagen eine Stunde wert. Wenn ich das Geld auf die hohe Kante lege, ich friere mich selber ja nicht ein. Und ich friere auch nicht die Leute ein, von denen ich das Geld bekommen habe oder gegen die ich Ansprüche habe, zu sagen, okay, für euch habe ich jetzt gearbeitet, so ihr drei, ihr seid diejenigen, die meine Arbeitsleistung konsumiert haben, so ich brauche jetzt von euch nichts, jetzt friere ich euch drei ein, damit ich in 50 Jahren mein Geld konsumieren kann. Das müsste ich doch eigentlich an der Stelle machen, weil ob die Kinder, von denen mir in 50 Jahren für dieses Geld, was ich da gespart habe, etwas Gleichwertiges anzubieten haben, das weiß ich ja nicht. Also ist dieses Problem der Wertaufbewahrung ein ziemlich kritisches, weil es etwas suggeriert, was das Geld überhaupt nicht kann. Das Geld kann keinen Wert speichern, weil der Wert immer dynamisch entsteht, und zwar Jahr für Jahr. Deswegen als kurzer Ausflug ist zum Beispiel ist viel spannender oder auch viel angemessener, zum Beispiel im Thema Rentenversicherung. Das heißt, der Vergleich von der Rentenversicherung, die wir in Deutschland als staatliche Rentenversicherung bei einem Umlagesystem haben, ist viel sinnvoller als Systematik in Bezug auf einen Geldwert als ein kapitalgedecktes Rentensystem. Weil wenn ich normalerweise hergehe und sage, ich als Angestellter zahle jetzt 30, 35 Jahre in eine Rentenversicherung ein, ungeachtet der als am Anfang erklärten Inflationsproblematik, habe ich dort ein Geld angespart, wo eventuell ein Großteil der Leute nach 35 Jahren vielleicht schon verstorben ist. Das heißt, von den Leuten, für die ich gearbeitet habe, kann ich kein Gegenwert mehr erwarten. Das heißt, es wird hier eine Leistungsverpflichtung sozusagen weitergetragen, die auf andere übertragen werden müsste, damit ich von diesem Geld etwas habe. In dem Sinne ist es viel sinnvoller zu sagen, ein Rentensystem, das auf einer Umlage funktioniert, ist, die Rentner konsumieren jetzt das Geld, was im Endeffekt von anderen ja gerade durch Wertschaffung geleistet wurde. Hier ist natürlich nur spannend, dass die Ansprüche auch wieder sozusagen historisch gewachsen sind. Wie gesagt, das Beispiel ist trotzdem nicht optimal, weil die Ansprüche ja genauso eine Art Ansparen sind. Nur, dass zumindest das Geld nicht gebunden wurde, sondern dass es einfach nur darum ging, die Leistung, die die Gemeinschaft als solche erbringt, direkt von den Rentnern konsumiert wird. Und umgekehrt, dass die Rentner überhaupt in die Lage versetzt werden, die Leistung, die von den Menschen überhaupt erbracht werden kann, zu konsumieren. Weil was würde passieren, wenn die Rentner kein Geld haben? Sie könnten die Leistung nicht in Anspruch nehmen. Wenn die Leistungen aber nicht nachgefragt werden können, nicht weil sie nicht gebraucht werden, die Bedürfnisse sind ja trotzdem da, auch wenn das Geld nicht dafür da ist, dann können aber diejenigen, die im Moment ihren Lebensunterhalt wiederum über diese Tätigkeit finanzieren, können nicht bezahlt werden. Und da ist auch wieder der Punkt, wo das Geldsystem zu einem ziemlichen Sand in Getriebe führt, wenn dieses ganze System nicht funktioniert, wenn das Geld seine Zahlungsfunktion nicht erfüllen kann. Das heißt, wenn das Geld nicht in der Form zur Verfügung steht, dass Zahlungen geleistet werden können, dann funktioniert unsere arbeitsteilige Wirtschaft heute hinten und vorne nicht. Weil wir es nicht mehr gewohnt sind, über Kreditsysteme zu arbeiten, wie zum Beispiel, dass der Krämer, also eben die kleinen Einzelhändler, dass sie anschreiben würden.
Ich kann im Supermarkt normalerweise nicht meinen Einkaufswagen voll machen und sagen, ich bezahle das in der Woche, ich komme dann vorbei, wenn ich meinen Lohn bekommen habe, sondern nein, die Transaktion muss sofort beglichen werden. Geschäfte werden nicht mehr offen gehalten, es werden keine Verpflichtungen mehr auf langfristiger Zeit eingegangen, sondern Geschäfte, Ware gegen Geld, heißt, wir sind sofort wieder Fremde füreinander und sind nicht mehr miteinander verbunden. Wie gesagt, soweit nur ein paar gedankliche Ausführungen zu dem Problem zur Wertaufbewahrung in Verbindung zum Zahlungsmittel. Ich möchte das Thema damit auch erstmal wieder abschließen und gehe jetzt zum nächsten Block über, warum Sparen und Investitionen nichts miteinander zu tun haben. Oder dass ich jetzt nochmal die komplette Bandbreite aufmache, wie die Geldschöpfung, wie das Geldschöpfungsprinzip als solches funktioniert. Da verweise ich jetzt einfach mal auf das erste Video aus dieser Reihe. Es geht darum, dass Sparen und Investitionen, das ist leider ein Aspekt, der gerne in der Volkswirtschaftslehre, wird es gerne mal gleichgesetzt. Das heißt, es wird gesagt, das, was wir einsparen, so allgemein abstrakte Gruppe, diejenigen, die in der Volkswirtschaft ihre Einkünfte sparen, das wäre gleichzeitig der Betrag, der für Investitionen zur Verfügung steht. Das Problem ist nur, dass dieser Punkt nicht mit dem Aspekt der eigentlichen Geldkreditwährung sogar durchaus behandelt wird, und zwar, dass eine Geldschöpfung durch die Banken stattfindet. Dazu nochmal zwei unterschiedliche Punkte, weil wie funktioniert das tatsächlich mit den Krediten? Wenn ich als Privatperson jemanden einen Kredit gebe, dann ist es so, ich habe meinetwegen 1000 Euro, die brauche ich nicht, und ich weiß, dass mein Bekannter irgendetwas, entweder will er sich ein neues Auto kaufen, vielleicht hat er auch eine Idee, um irgendein Projekt durchzustarten, was auch immer. Auf jeden Fall hat er eine sinnvolle Verwendung für diese 1000 Euro. Dann ist es so, dass ich ihm die leihen kann, und da gebe ich ihm auch einen Kredit. Aber der Unterschied an der Stelle ist, wenn ich ihm diesen Kredit gebe, ist das Geld für mich tatsächlich nicht mehr verfügbar. Und sollte er aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage oder nicht willens sein, mir dieses Geld irgendwann zurückzuzahlen, dann ist für mich das Geld auch dauerhaft weg. In dem dauerhaft weg, das ist zumindest bei Banken das Gleiche. Das heißt, wenn der Schuldner am Ende seine Leistung nicht zurückbezahlt, dann geht es ihm zumindest ähnlich wie mir. Das heißt, sie dürfen auf das Geld auch dauerhaft verzichten. Das einzige Unterschied ist, ich muss das Geld tatsächlich vorher erhalten haben. Muss ja nicht durch Arbeit sein, gibt ja auch andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Erbschaft, Schenkung, was auch immer. Aber ich muss das Geld sozusagen erst einmal besessen haben. Ich muss es in Eigentum gehabt haben, damit ich es jemand anders geben kann. Bei Banken und eben bei dem Grundpfeiler unseres Wirtschaftssystems ist das ja gerade nicht der Fall. Das heißt, jedes Mal, wenn Banken einen Kredit vergeben, schaffen sie neues Geld, und sie können auch gar nicht anders, weil sie können auf die Sparguthaben ihrer Kunden überhaupt nicht zugreifen. Sie können über diese Sparguthaben bilanztechnisch in dem Sinne gar nicht verfügen, dass sie sagen, hey, da ist jetzt ein Guthaben, was bei mir sozusagen im Eigenkapital irgendwie drinsteht, und das kann ich jetzt jemandem anders zahlen. Das hat nämlich damit zu tun, weil ja die Guthaben von der Bank selber nur Verbindlichkeiten sind. Und die Bank kann ja nicht hingehen und Verbindlichkeiten jemandem anders geben. Sie kann halt einem anderen nur neue Verbindlichkeiten geben. Deswegen, jedes Mal, wenn tatsächlich jemand zur Bank geht und dort einen Kredit aufnimmt oder wenn die Bank hergeht und irgendein Gebäude kauft und so weiter, dann schafft sie ja neues Geld und muss auch neues Geld schaffen, weil unser System heute so konstruiert ist. Das ist auch keine Schelte für oder gegen Banken oder irgendetwas, sondern es ist einfach eine Systematik, so wie unser System heute strukturiert ist. Und in dem Zuge verzichtet die Bank natürlich auf gar keine Konsumansprüche, weil das ist ja immer das, der arme Sparer, der aufgrund des Geldverzichtes dann auch einen Anspruch hat auf mehr zurück, weil er verzichtet aufgrund der Zeitdifferenz auf Konsum. Ja, nur machen Banken das nicht. Banken verzichten auf keinen Konsum, weil sie können im Endeffekt alles konsumieren, was sie wollen, vorausgesetzt sie finden Möglichkeiten, das irgendwie in ihre Bilanz einzustellen und damit die Geldmenge für Investitionen zu erarbeiten.
Ja, ich hoffe, das ist soweit verständlich, dass Banken eben keine Sparguthaben ausgeben, also keine Sparguthaben verleihen können. Es lässt sich leider nicht beweisen. Das Einzige, was wahrscheinlich noch niemand erlebt hat, zu sagen, ich gehe jetzt an den Geldautomaten und der Geldautomat ist leider alle, also das alle ist schon, aber dass ich am Geldautomaten deswegen nichts bekomme, weil die Bank dann hinschreibt, tut mir leid, bitte warten Sie, bis der nächste Sparer wieder einen Betrag eingezahlt hat, danach steht wieder Geld für Sie zur Verfügung. Und so eine Meldung gibt es im Bankensystem nicht. Aber ja, es lässt sich im Endeffekt nicht wirklich beweisen, dass es so ist, solange man sich nicht mit den Zahlungssystemen und Zahlungsströmen und den Verhältnissen von Zentralbank, Geschäftsbank und ja, den Privatpersonen tatsächlich auseinandersetzt, weil mehr als zu sagen, dieses klassische Verständnis Sparen gleich Investition ist einfach eine fehlerhafte Modellannahme, die leider nicht genug klargestellt wird in der Volkswirtschaft, in der Ökonomie überhaupt, dass es dort keine Paritäten gibt, dass es dort keine Wirkzusammenhänge gibt zwischen dem, was Menschen auf der einen Seite auf ihr Sparbuch legen und dem, was im Endeffekt Unternehmen, Privatpersonen, weil auch Privatpersonen nehmen sehr viele Kredite auf, zum Beispiel für die Häuserfinanzierung, dass diese Gelder nichts miteinander zu tun haben und dass es dort keine Wirkzusammenhänge im eigentlichen Sinne gibt. Wenn ich sage im eigentlichen Sinne, dann gibt es natürlich schon einen Wirkzusammenhang, weil der Sparer, der das Geld auf die Bank getragen hat, der ermöglicht der Bank zumindest eine Verbilligung der Kosten für Zentralbankgeld. Das werde ich hier jetzt aber nicht weiter ausführen. Wie gesagt, es ist einfach nur ein Mechanismus, der dadurch stattfindet, warum die Banken früher, bevor der Einlagenzinssatz ins Negative gesenkt wurde von der Zentralbank, Interessen daran hatten, Einlagen von den Kunden zu haben, weil sie damit eine billigere Refinanzierung erhalten konnten, als wenn sie das direkt von der Zentralbank leihen müssen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Nebenaspekt. Ein ganz, ganz großer Punkt, der in der Kritik zumindest unseres Geldsystems sehr häufig vorkommt, ist, ja, unser Geldsystem hat einen eingebauten Wachstumszwang und sorgt deswegen damit dafür, dass die Wirtschaft die ganze Zeit wachsen muss. Was ist an dieser Behauptung dran? Das eine, was beobachtet wird, ist, dass zumindest immer propagiert wird, dass die Wirtschaft wachsen müsse. Die Gründe dafür werden durchaus unterschiedlich angegeben, aber der Hauptaspekt ist, wir brauchen Arbeitsplätze. Nur wenn die Wirtschaft wächst, haben wir genug Arbeitsplätze, um im Endeffekt das, was wir als Rationalisierungsgewinne haben, wo wir eigentlich Arbeitszeit einsparen könnten, damit wir die Arbeitszeit einsparen und kompensieren können mit neuen Arbeitsplätzen. Soweit die etwas merkwürdige Logik eines Wirtschaftssystems, das anscheinend nicht das Ziel hat, den Menschen von der Arbeit zu befreien, sondern den Menschen in Arbeit zu halten. Das ist ein Aspekt, den ich mal sehr gerne in Frage stelle, also den ich sowieso in Frage stelle, aber auch Ihnen nahelege, das mal zu hinterfragen. Kann es sinnvoll sein, ein Wirtschaftssystem zu haben, bei dem es das Ziel ist, möglichst ständig und dauerhaft zu arbeiten, anstatt zu sagen, hey, wir bauen uns Maschinen, die nehmen uns die Arbeit ab, deswegen wird uns die Arbeit leichter und irgendwann können wir so gut wie gar nicht mehr arbeiten. Also müssen nicht mehr arbeiten, um alles, was wir brauchen, herzustellen. Also die Frage ist, was sollte denn die Zielrichtung der Ökonomie, der Wirtschaft überhaupt sein? Also Arbeitsplätze oder Freizeit? Aber zurück zum Wachstumszwang. Das heißt, die Geldpolitik der EZB ist expansiv. Das heißt, sie dehnt, also sie dehnt ständig die Geldmenge aus. Aber entsteht dadurch ein Wachstumszwang? Oder ist es eher, dass die EZB aufgrund der ihren Fischer-Gleichung wiederum meint, sie muss die Geldmenge ja ausreichend vorbereiten, damit die groß genug ist, damit sie dieses viele Wirtschaftswachstum, die vielen neuen Produkte überhaupt alle konsumiert werden können? Tja, Frage, was ist Henne-Ei? Was ist zuerst da? Ist zuerst die wachsende Wirtschaft da und dann wird das Geld nachgeschoben? Oder ist die Wirtschaft da, die von dem Geld getrieben wird? Oder, oder? Und leider
wie so immer in der realen Welt, sind die Dinge nicht monokausal. Es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen, aber es gibt Wirkmechanismen. Der Wirkmechanismus für das Wachstum ist allerdings nicht primär die Geldausweitung. Die Geldausweitung ist sozusagen wieder ein, abgesehen von den Dogmen, die dahinter stehen, warum diese Geldmengenausweitung scheinbar notwendig ist, ist der eigentliche Grund, weil tatsächlich sich Vermögen ansammelt. Weil es immer mehr Vermögen gibt, das, ich hatte ja vorhin gesagt, der Angestellte hat eine Umlaufsgeschwindigkeit sozusagen von 12, während dessen Euros gehen jeden Monat weg, das heißt, dessen Euros laufen 12-mal im Jahr um, während aber andere Euros im Vergleich, wenn man es in Bezug aufs BIP setzt, anscheinend 12 Jahre irgendwo liegen müssen. Weil die müssen 12 Jahre in irgendeiner Kammer verstauben, was de facto nicht der Fall ist, aber das ist sozusagen rein rechnerisch die Größe, weil diese Gelder, die laufen nicht ins BIP. Das ist die Erklärung auch dafür, warum der Geldmultiplikator scheinbar so gering ist. Weil natürlich liegt das Geld nicht irgendwo rum, im Gegenteil, dieses Geld, was sozusagen in dieser Irving-Fischer-Gleichung in dem Geldmultiplikator nicht mehr ersichtlich wird, das treibt im Sekundentakt sein Unwesen. Das ist das Thema, des Sekundenhandels, zum Beispiel bei Wertpapieren. Wertpapiere tauchen im Bruttoinlandsprodukt nicht auf. Weil die Umsätze, die an Wertpapierbörsen gemacht werden, haben ja darauf keinen Einfluss. Das Einzige, was vielleicht noch wieder auftaucht, sind die Provisionen innerhalb dieser Wertpapiertransfers, beziehungsweise dann die Gehälter der Broker oder im Zweifelsfall eher die Gehälter der Informatiker, die die Programme geschrieben haben, die jetzt die Broker ersetzen. So, aber eben, wie ihr schon seht, ist es schwierig, sich diesen Begriff tatsächlich zu nähern und wo komme ich jetzt vom Geld dahin? Also, wie gesagt, es gibt Geld, es gibt eine ganze Menge Geld, das Renditeforderungen hat. Das Geld kommt mit Zins ins Leben. Ist so, mehr oder weniger. Das Mehr ist auf der Kreditseite. Also wo es ganz klar mit Zins ins Leben kommt, ist eben klar die Kreditverträge. Das heißt, die Bank geht hin, sagt, okay, das ist das Geld, das willst du haben, hier buche ich dir gut und das zahlst du mir aber zurück und plus irgendeinen Zins, der größer Null ist. Der Zins ist zwangsweise größer Null, meistens ist er auch zwangsweise größer der Inflation. Das heißt, normalerweise liegt der Zins über der erwarteten Inflation. Wie gesagt, die Zielinflation ist nur 2%, wir erreichen die im Moment nicht, deswegen kann es auch sein, dass der Zins momentan unter 2% abrutscht. Aber das ist dann eher eine kurzfristige Geschichte und sobald die EZB, wenn es ihr gelingen sollte, die Inflation auf 2% zu bringen, wird es auch bei über 2% wieder liegen. So, das heißt, das Geld ist in Umlauf gekommen, die Bank will jetzt Zinsen dafür haben. Führt das jetzt zu einem Wirtschaftswachstum? Jein. Wie immer, wie gesagt, es ist einfach, aber irgendwo dann auch wieder kompliziert. Die Sache ist, dass ich gehe mal jetzt erstmal von dem leichten Fall aus, das heißt, das ist der einfache Immobilienbesitzer, der hat sich seine Wohnung gekauft, der hat sein Haus gekauft, hat 100.000 Euro Kredit aufgenommen und muss meinetwegen jetzt mit 5% Zinsen, muss er 105.000 Euro pro Jahr zurückzahlen. Das heißt, wenn er das nach einem Jahr zurückzahlen könnte, wäre er natürlich fein raus, dann hätte er nur 5.000 Euro gemacht. Aber im Normalfall wird er die 100.000, sagen wir mal, der kann 500 Euro im Monat tilgen, das wäre schon eine ganze Menge. Das heißt, überschlagsmäßig 500 Euro, das heißt pro Jahr 6.000 Euro. Das heißt, irgendwo 60.000 sind 10 Jahre, dann nochmal 40.000, 36.000. Das heißt, irgendwo bei 15 bis 20 Jahren wird er ankommen. So. Also 15 bis 20 Jahre zahlt er jetzt seinen Kredit mit den Zinsen ab. Entsteht dadurch Wirtschaftswachstum? Nein, entsteht es nicht. Weil die Person muss zumindest erstmal nur eine Einkommensquelle haben. Jetzt ist die Frage, was macht die Person? Die Person arbeitet jeden Monat ihre 40 Stunden, also
jede Woche ihre 40 Stunden, das heißt 160 etwa im Monat. Und das kann relativ konstant bleiben. Das muss nicht ansteigen. Das heißt, die Person muss nicht mehr arbeiten, solange die Belohnung, also das Entgelt, nicht drastisch sinkt, muss sie nicht mehr arbeiten. Das heißt, an der Stelle passiert erstmal gar nichts. Das heißt, sie hat ihr reguläres Einkommen, zahlt die nächsten 15 bis 20 Jahre, zahlt sie den Kredit ab mit Zinsen. So, jetzt ist aber die Schwierigkeit natürlich das schöne Beispiel. An der Stelle, es sind 100.000 Euro, ich schreibe die jetzt mal auf. So, wie gesagt, für ein Jahr wären auch die 100.000 5.000 Euro Zins zu zahlen bei 5%. Ja, jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, für ein Annuitätendarlehen lässt sich das etwas komplizierter rechnen, weil da sozusagen nach 15 Jahren, mal angenommen, er hat dann die Hälfte gezahlt, sind natürlich jährlich nur noch 2.500 Euro Zins fällig. Anders wäre das bei einem Bausparer. Wenn er einen Bausparer hätte, dann ist es normal so, dass wenn er den schon zugeteilt bekommen hat, dann zahlt er auf der einen Seite an und zahlt auf der anderen Seite nichts ab. Dann würde er tatsächlich über 15 Jahre, deswegen ist so ein Bausparer dann auch zinstechnisch ziemlich problematisch. Das heißt, auf der einen Seite zahlt er einen Betrag von 100.000 Euro an, wo er irgendwie, weiß nicht, ein Viertelprozent Bausparzins bekommt. Auf der anderen Seite hat er dann schon eine Schuld ausgezahlt bekommen von 100.000, die jedes Jahr mit 5.000 Euro zusätzlich, wo jedes Mal 5.000 Euro zukommen. Das heißt, er würde in den 15 Jahren tatsächlich mit einem Bausparer irgendwo bei 75.000 Euro landen. Das heißt, mit dem Bausparer wird er wahrscheinlich locker auf die doppelte Summe kommen, die er in 15 Jahren abzahlen darf. Mit dem Annuitätendarlehen hat er den Vorteil, dass eben die Zinslast jedes Mal, wenn er eben über den Zins hinaus, wenn er tatsächlich tilgt, dass auch sofort der Zins mitfällt. Aber nichtsdestotrotz, beim Bausparer mit 75.000, beim Annuitätendarlehen, wer weiß, vielleicht sind es 35.000 oder so weiter, was er dann vielleicht so an Zinsen innerhalb der 15 Jahre zahlt, das müsste ich jetzt komplett ausrechnen. Die Frage ist, wo kommen diese 35.000 her? Beziehungsweise, was passiert mit den 35.000? Spielt es eine Rolle, wo die 35.000 herkommen? Weil, wie gesagt, wir haben ja nicht nur einen Kreditnehmer. Der hat jetzt zwar nur, der hat nur 100.000 Euro geschaffen, muss aber 135.000 zurückzahlen. Da kommen wir nämlich auch genau zu der großen Mythos, wenn alle Gelder zurückgezahlt werden, also beziehungsweise wenn alle Kredite zurückgezahlt werden, existiert dann noch Geld oder existiert dann kein Geld mehr? So. Und darauf gibt es jetzt zwei Antworten. Die eine sagt, natürlich ist da noch Geld da, weil das sind alles Flussgrößen. Und die andere sagt, nein, es ist kein Geld mehr da, weil dann ist ja alles futsch und wenn die Kredite getilgt sind, dann ist kein Geld mehr für die Zinsen da. Beide Sichtweisen haben ihre richtigen Aspekte, aber beide treffen die Wirklichkeit nicht komplett ab. Also beide haben einen vereinfachten Blick auf die Wirklichkeit und nähern sich hier sozusagen nicht korrekt an oder nicht vollständig. Das einfachste Bild ist zu sagen, okay, wenn der hier jetzt seine 100.000 gezahlt hat, dann ist kein Geld mehr im Umlauf, das heißt, eventuell Zinsen, die noch offen sind, kann er nicht mehr zahlen. Was stimmt an dem Bild? Es stimmt, dass sich die Geldmenge in dem Umfang verringert, wie er diese 100.000 Euro beglichen hat. Was an dem Bild nicht stimmt, ist, dass er der einzige Akteur ist und dass es eventuell keine weiteren Schuldner mehr gibt, die ebenfalls sozusagen Geld in Umlauf gebracht haben. So, das heißt, es gibt weiterhin Geld in Umlauf. Das heißt, es gibt andere Kreditnehmer, die zu dem Zeitpunkt, wenn er endgültig seinen Kredit tilgt, noch da sind und deswegen gibt es noch Geld im Umlauf. Deswegen kann er auch noch an Geld kommen. So, jetzt ist aber das Argument, wenn er jetzt das Geld zurückgezahlt hat, plus die 35.000, dann seien die 35.000 ja sozusagen für andere nicht verfügbar. Das stimmt so auch wieder nicht. Weil natürlich, die Bank bucht die 100.000 Euro aus. Aber die Zinsen, die die Bank sozusagen entgegengenommen hat, die sind ja nicht ausgebucht. Die sind ja bei der Bank entweder auf die Angestellten oder durch Ankäufe für irgendwas anderes, also tatsächlich Leistung, also nicht das, was in die Bilanz kommt, sondern irgendetwas, was ja an Verbrauchskosten hatte. Oder aber es geht als Transfer zu den Aktionären. Das heißt, das Geld geht sowieso direkt wieder in den Umlauf. Das heißt, die Bank verkonsumiert ihre Zinsen zwar nicht, wie das vielleicht ein Sparer tun würde, aber deswegen kommen die Zinsen trotzdem zurück in die Wirtschaft. Was sie da anrichten und anstellen und was das bedeutet, das ist nochmal ein anderer Aspekt.
weswegen es dann nämlich in der Folge zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt. Aber um nochmal zusammenzufassen, also der Kredit samt der Zinsen macht in dem Moment keine Schwierigkeiten, weil es eine Flussgröße ist. Das heißt, es ist kein punktueller Zeitpunkt, wo alle gleichzeitig ihre Kredite zurückgezahlt haben und noch irgendwas offen ist. Dieser Aspekt ist ein rein theoretischer und deswegen ist es nicht relevant, sondern er zahlt seinen Kredit zurück. Das Geld, was nicht zur Tilgung seines Kredites verwendet wird, sondern was den Zinsen entspricht, geht zurück in die Wirtschaft, weil die Bank dieses Geld zwangsweise wieder ausgibt. Entweder selber für ihre Angestellten, für eben doch Dinge, die eben verbraucht werden, im Sinne von konsumiert werden, oder als drittes geht es eben in die Dividendenzahlungen der Aktienunternehmen oder der anderen Besitzer, je nachdem in welcher Rechtsform die Bank existiert. Also soweit kein Problem. Das Kredit macht sozusagen kein Wachstum in dem Sinne notwendig. Nicht zu diesem Zeitpunkt. So, jetzt die andere Seite. Banken können auch Geld damit in Umlauf setzen, indem sie einfach Aktien kaufen, indem sie einfach Immobilien kaufen. Können sie auch alles machen und damit Giralgeld erzeugen. Wie sieht das jetzt dort mit der Geldschöpfung aus? Das heißt, wenn die Bank ein Haus für 100.000 Euro gekauft hat, sind zusätzlich 100.000 Euro im Umlauf. Wenn die Bank dieses Gebäude jetzt wieder verkauft und damit wieder Geld in dem Sinne einnimmt, aber den Vermögenswert aus ihrer Bilanz verliert, dann muss sie das in der Bilanz wieder ausbuchen. Das heißt, sie vernichtet in dem Moment wieder die 100.000 Euro, die beim Kauf dieses Investments angefallen sind. Soweit so gut, soweit ist es recht ähnlich wie dort. Auch dort entsteht noch kein Wachstumszwang. Das Einzige ist halt die Möglichkeit, dass die Bank, dass eine Bank sehr bequem sozusagen auch andere Investments erwerben kann. Dieser Fall oder diese Möglichkeit, dass Banken einfach Geld dadurch in Umlauf bringen können, dass sie Vermögenswerte, bilanzierungsfähige Vermögenswerte aufkaufen, entschärft auch dieses Kreditproblem nochmal. Weil das heißt, es gibt auch Geld in Umlauf, das nicht auf Kreditgeldschöpfung basiert, sondern sozusagen auf Ankaufgeldschöpfung. So, warum macht eine Bank das? Zum einen, zum Beispiel für Staatspapiere ist es sinnvoll, weil sie Sicherheiten bei der Zentralbank hinterlegen muss. Das greife ich gleich nochmal auf, weil das ist ein spannender Aspekt, wie Banken sicherstellen, dass sie billig an die Konditionen kommen, um sich mit Zentralbankgeld einzudecken. Das zweite ist aber primär, dass es für Banken sinnvoll ist, mit geschaffenem Giralgeld, soweit sie das sozusagen mit elektronischem Zentralbankgeld ausreichend decken können und sicherstellen, dass es nicht aus ihrem Kontenkreislauf ihren eigenen Kontenkreis verläuft, können sie dort Dividenden einsammeln. Das heißt, es ist für Banken interessant, mit eigenem Geld, eben auch Investmentbanken, mit selbst geschaffenem Geld Aktien aufzukaufen und dann von den Dividendenzahlungen von Unternehmen zu profitieren. Die Sache ist wieder, dieses Geld bleibt aber natürlich nicht bei Banken liegen. Die Banken geben es entweder klar weiter für weitere Investitionen, im Regelfall geht es aber wiederum an die Aktionäre, das heißt an die Fondsbesitzer. Das heißt, die Banken sind an der Stelle einfach nur Mittler. Also Banken können sich an der Stelle mit Dividenden und Renditen sozusagen von Unternehmen eindecken, ohne Kredit dafür ausgeben oder aufnehmen zu müssen. So, aber wo kommt denn jetzt dieses vermeintliche Wirtschaftswachstum her? Wo ist denn jetzt das Geld daran beteiligt, dass es zu einem Wirtschaftswachstum überhaupt kommt? Dazu gilt es anzuschauen, was passiert denn tatsächlich mit den Zinsen und den Dividenden? Ich hatte jetzt gesagt, dass die Bank die Sachen wieder ausgibt. So, wenn die jetzt für die Angestellten ausgibt, also für Gehälter und so weiter, dann wäre es erstmal ziemlich egal. Weil die Angestellten konsumieren das wieder, geben das wieder aus, es findet einfach nur ein ganz normaler Zahlungsmitteltransfer statt. Das heißt, an der Stelle entsteht an sich keine Notwendigkeit, dass die Wirtschaft irgendwie größer werden müsste. So, wo entsteht denn jetzt die Notwendigkeit, dass diese ganze Wirtschaft irgendwie mehr werden muss? Weil, wie gesagt, auch für die Kreditzurückzahlung, für die Tilgung und so weiter, ist es nicht zwingend notwendig, dass es zu einem Wachstum kommt. Weil der Schlüssel liegt nämlich darin, die Bank selber und der einzelne Kreditvertrag
Die haben mit dem groß proklamierten Zinseszinseffekt, weil das ist ja immer das, der Zinseszinseffekt ist derjenige, der Vermögen ins Riesige anwachsen lässt und der ist dafür verantwortlich, dass es das Wirtschaftswachstum gibt. So, der Zinseszinseffekt hat aber jetzt mit dem Geldsystem nur insoweit was zu tun, dass in beiden irgendwo Zinsen eine Rolle spielen. Weil der Zinseszinseffekt findet ja nicht auf dem geldgeschöpften Geld statt, weil es ist ja nicht so, dass die Zentralbank hergeht, die Zentralbank das Geld, was sie sozusagen den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt für die Mindestreserve, dieses Geld unterliegt nicht dem Zinseszins. Warum? Weil dieses Geld eigentlich jede Woche neu ausgegeben wird und dann wieder zurückgeholt wird und wieder ausgegeben wird und der Zins, der wird von der Zentralbank nicht angenommen. Der Zins, im Endeffekt die Überschusseinnahmen, die die Zentralbank aus diesen Geschäften transferiert, geht an den Staat und der konsumiert das weg. Das heißt, das Zeug ist sofort wieder ausgegeben. Da findet kein Vermögensaufbau statt, was sozusagen über einen längeren Zeitraum hinweg wachsen könnte. Also wo findet dieser Vermögensaufbau statt? Ja, bei einigen wenigen, eventuell noch Investitionsunternehmen, aber eigentlich eher bei Privatpersonen. Das heißt, eine Gruppe von Privatpersonen, die Geld hat, dieses Geld anlegt im Sinne einer Investition und dann sagt, dort soll bitte nach einem Ablauf von X so und so viel Prozent mehr raus sein. Das sagen die natürlich nicht selber, weil dieser ganze Apparat, der sich nur damit beschäftigt, Geld anzulegen, für dieses Geld mehr Geld zu bekommen, da gibt es zig hunderttausende Menschen, die sich allein damit beschäftigen, Geld gegen Geld zu tauschen und es irgendwie zu schaffen, dass am Ende diese Summe größer wird. So, aber was ist jetzt der Trick dabei? Ich hatte gesagt, dass die Geldmenge ja von der EZB um 4,5% gesteigert wird. Diese 4,5% Geld, die da erzeugt werden, die durch diese beiden, durch Investmentankäufe von den Banken oder durch Kreditvergabe von den Banken in Umlauf gesetzt werden. Dieses Geld treibt zum Beispiel, gerade im Falle von Investmentgeschichten, treibt zum Beispiel eben die Immobilienpreise nach oben und die Aktienpreise. Und das sind im Endeffekt die Zahlen, wo diese 4,5% auch verschwinden. Die Frage ist jetzt nur, kann an der Stelle tatsächlich von Wirtschaftswachstum gesprochen werden? Das heißt, wächst die Wirtschaft oder wachsen nur die Zahlen? Das heißt, ist ein Siemens deswegen größer geworden, weil es irgendwie 10% mehr wert ist an der Börse? Nicht unbedingt. Aber die Sache ist, damit Siemens 10% mehr wert wird an der Börse, müssen die tolle Zahlen verlieren. Ein Siemens, das sagt, naja, wir hatten letztes Jahr 10 Millionen Gewinn und 100 Millionen Umsatz, also 10% Gewinnquote und so weiter. Und wir machen dieses Jahr auch wieder nur 100 Millionen Umsatz und 10% Gewinn. Das sorgt an der Börse für ziemliche Enttäuschung. Das heißt, der Druck, warum diese ganze Systematik überhaupt zu einem Wirtschaftszwang wird, ist die Erwartungshaltung der Leute an der Börse, zum Beispiel. Das sind nicht die einzigen, die Politiker wollen auch Wirtschaftswachstum, weil sie glauben, dass damit Arbeitsplätze verbunden sind. Und es gibt noch andere, es gibt auch den kleinen Sparer, der meint, ja, Wirtschaftswachstum, weil wir sagen doch alle, Wirtschaftswachstum ist wichtig, deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist. Naja. Also die Frage ist, dieser Wachstumszwang ist nicht systembedingt. Der Wachstumszwang ist ideologisch. Das heißt, nur allein aus Grund des Gedankens heraus, dass ein Unternehmen seine Börsenkurse pflegen muss, muss es Zahlen vorlegen für die Börse, damit die Börse so zufriedengestellt ist. In dem Falle die einzelnen Manager, die sagen, Aktien kaufen, Aktien verkaufen. Ins Portfolio aufnehmen, aus dem Portfolio rausschmeißen. Das heißt, nicht das System selber ist dafür verantwortlich, primär, dass dieser Wachstumszwang zustande kommt, sondern umgekehrt, die Erwartungshaltung und die Gedanken, die mit diesem System verbunden werden, sorgen dafür, dass eine Wachstumspragmatik im Endeffekt eintreten muss, eintreten soll. Ob die am Ende erreicht wird, ist erstmal, würde ich hier ganz klar in Frage stellen.
Weil wenn man sich vor allem auch die Zuwächse der letzten Jahre anschaut, meinetwegen der letzten 10 Jahre, wie stark hat denn das Bruttoinlandsprodukt zugenommen im Vergleich zur tatsächlichen Geldmenge? Wohlgemerkt Geldmenge, nicht Inflationszahlen. Die beiden Sachen bitte mal trennen, weil Inflation sagt mir ja, okay, 2% irgendwas, und das BIP wird ja meistens auch so berechnet, dass es sozusagen nach Inflation immer noch größer geworden ist oder hoffentlich größer geworden ist, so die Argumentation. Die Frage ist aber, hat das BIP tatsächlich es geschafft, die Geldmenge zu überholen? Weil wenn es das nämlich nicht geschafft hat, dann bleibt unterm Strich doch eine Geldentwertung, die sich zwar nicht im Supermarkt widerspiegelt, die sich nur gesamtwirtschaftlich eigentlich erkennen lässt. Und dann sind die Zahlen zwar größer geworden, als die Inflation, sozusagen an Preisverfall suggeriert. In Wirklichkeit ist aber nicht wirklich etwas entstanden. Aber wie passt das jetzt zu dem realwirtschaftlichen Erleben, dass ja ein Automobilbauer neue Rekordzahlen für die Lieferung von Autos präsentiert? Die sagen doch, sie haben auch mehr Stück produziert. Ja, das stimmt auch. Die Frage ist nur, ist aber deswegen die Wirtschaft größer geworden? Weil eigentlich, was macht denn die Wirtschaft aus? Das heißt, die Wirtschaft ist leistungsfähiger geworden. Das heißt, die Wirtschaft ist in der Lage, mit weniger Menschen, mit weniger Arbeit, mit vielleicht weniger Maschinen, mehr Autos zu produzieren. Weil normalerweise steigen nicht die Beschäftigtenzahlen in diesen Unternehmen. Im Gegenteil, die Beschäftigung nimmt trotzdem ab, obwohl immer mehr produziert wird. Aber was ist jetzt die tatsächliche Kennzahl, dass eine Wirtschaft gewachsen ist? Sind die Anzahl der Güter tatsächlich das primäre Augenmaß dafür, dass eine Wirtschaft gewachsen ist? Oder eher das, was von den Einzelpersonen konsumiert werden kann? Das heißt, wie viele Menschen profitieren von dem, was diese Wirtschaft produziert? Das heißt, für wie viele wirkt sich das wohlstandstechnisch aus? Das heißt, ist der Wohlstand der Menschen, die in dieser Gesellschaft ein bestimmtes Bruttoinlandsprodukt produzieren, tatsächlich gestiegen? Oder ist es für die im Endeffekt der Supermarktwagen immer leerer geworden? Wie gesagt, das sind alles nur mal ein paar Anregungen, ein paar kritische Hinterfragungen von den Dogmen, weil aus meiner Sicht sind das nicht mal mehr Theorien, das sind Dogmen, die sozusagen pauschal installiert werden. Und wenn man sich dann doch genauer mit dem System auseinandersetzt und befasst, dann stellt man fest, dass dieses ganze Thema des Wachstumszwangs, das heißt, dass diese Geldkritik, dass das Geld dafür verantwortlich sei, dass Wachstum produziert würde, so nicht unbedingt haltbar ist. Es gibt, wie gesagt, einen Effekt. Das Geldsystem ist allein dadurch, dass die EZB eine expansive Geldpolitik betreibt, mit dafür verantwortlich, dass Unternehmen trotzdem ein Interesse haben, mehr Umsätze zu generieren, zumindest ihre Umsatzzahlen zu steigern. Und das Problem ist, in der Realwirtschaft ist normalerweise, je mehr ich produziere, je mehr Konkurrenz da ist, desto weniger kann ich mit dem Einzelobjekt verdienen. Das heißt, die Stückkosten und der Stückgewinn sinken in der Realwirtschaft. Das heißt, wenn ich dann noch eben Börsenideologie, Börsen wünschenswert bedienen möchte, dann habe ich das Problem, ich muss entweder die Absatzzahlen steigern oder ich muss es irgendwie schaffen, dass ich meine Produkte teurer verkaufen kann. Beide Richtungen gibt es. Entweder die Möglichkeiten, sozusagen staatlich geschützte Monopole aufzubauen, womit ich aufgrund welcher Gründe auch immer ich in die Lage versetzt werde, als Einziger an dieser Stelle dieses Produkt anzubieten. Dazu tragen bei Urheberrecht sowieso, Patentschutz und ansonsten Regulierung und Vorgaben dafür, wann, wie, in welcher Form irgendetwas produziert, hergestellt oder vertrieben werden darf. Das heißt, das alles sind sozusagen Protektionsmechanismen, die bestehende Unternehmen, die in einem bestimmten Markt aktiv sind, davor schützen, vor anderen externen Konkurrenten, die eine größere Hürde haben, um in diesen Markt einzusteigen. Damit werden Profite gesichert und im Endeffekt Gewinne verstärkt. Aber wie gesagt, es ist nicht allein auf das Geldsystem zurückzuführen. Das Geldsystem ist von der Dogmatik her eher eine Folge und eine Überlegung zu sagen, ja,
Wir brauchen ein Geldsystem, das ständig wächst, weil wir wollen ja eine Wirtschaft, die ständig wächst, um was eigentlich zu erreichen. Die Frage ist immer noch, am Ende fehlt die Zielvorstellung. Was ist der Grund, dass wir eine wachsende Wirtschaft brauchen? Und da geht es um die Verteilungsfrage. Okay, das sind jetzt zwei nicht sehr runde Kreise. Aber die Sache ist jetzt, wir sind jetzt in einer ersten Wirtschaft. Sozusagen das. So, das erste stellt sozusagen das BIP dar, zu irgendeinem Zeitpunkt X, und hat diese Größe. So, jetzt ist die Sache, ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Dividendenzahlungen, Zinszahlungen, die die Banken wiederum an ihre Eigentümer wieder in Form von Dividenden oder anderen Auszahlungen weitergeben. Das heißt, dass sich Gelder als Vermögenswerte, als Vermögensguthaben bei Menschen ansammeln. Diese Vermögen wollen jetzt aber ein Stück vom Kuchen. Weil unser Geldsystem ist ja so ausgelegt, dass es Werte speichern können und dass es damit einen Ewigkeitsanspruch gibt. Das heißt, das Geld soll ewig existieren. Das heißt, aufgrund dieses ewigkeits existierenden Geldes ist dann das Problem da, wie schaffe ich es, dass die Leute dieses Geld ausgeben? Weil wie gesagt, es gibt ja ein Interesse für ein paar Unternehmen, die Kredite zu bedienen haben, generell, aber nicht nur wegen den Krediten, sondern einfach generell, weil sie ihre Mitarbeiter bezahlen wollen, weil sie laufende Kosten haben und, und. Das heißt, es gibt für eine Gruppe von Unternehmen das Interesse, dass die Zahlungsfunktion von Geld funktioniert und dass Zahlungen geleistet werden, damit sie im Endeffekt ihre Umsätze und hoffentlich auch ihre Profite erwirtschaften können. So, jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass dieses Geld, was bei irgendwelchen Leuten erstmal irgendwo liegt, dass die haben jetzt einen Vermögenswert, die haben 100.000 Euro, fangen wir mal mit einer Erbschaft an, wo die Eltern das herbekommen haben, ist jetzt egal. Eine Person hat 100.000 Euro geerbt, die braucht das Geld nicht. Die ist irgendwo beschäftigt, hat ganz normale Ausnahme-Einnahmesituation und ist eigentlich normalerweise gesättigt. Das heißt, sie braucht diese 100.000 Euro nicht. Diese 100.000 Euro sind aber aufgrund der Irving-Fischer-Gleichung ja jetzt der Gedanke, die müssen ja jetzt irgendwo konsumiert werden. Weil wir wollen ja im Endeffekt, dass dieses Geld Konsum produziert, dass wir damit eben unsere Wirtschaft stützen. Das heißt, damit der jetzt das Geld nicht sich auszahlen lässt und nur das Kopfkissen legt, weil wenn er es unter das Kopfkissen legt, kann dieses Geld definitiv nichts mehr machen. Das heißt, es steht niemandem zur Verfügung, niemand kann dieses Geld ausleihen, niemand kann mit diesem Geld irgendetwas anstellen. So, also ist jetzt unsere Systematik so, das ist auch wieder ein Thema Geld, Kredit, Währung, beziehungsweise sehr spannend sind da in der Ökonomie das Thema Keynesianisches Kreuz und so weiter. Das heißt, wie wird jetzt erklärt die Nachfrage nach Geld? Angeblich ist es so, dass die Geldnachfrage dadurch bestimmt wird über den Zins. Weil die Geldmenge ja beschränkt sei, das ist eben die Annahme, wo sozusagen auf der einen Seite zwar klar ist, dass die Geldmenge nicht beschränkt ist, weil die Geldmenge jederzeit ausgeweitet werden kann, wenn die Banken nur ein Interesse haben, diesen Kredit zu vergeben. Das heißt, die Geldmenge ist nicht beschränkt. Aber trotzdem ist der Zins größer 0. Das heißt, Sie haben hier einen positiven Zinssatz, der in aller Regel oberhalb der Inflation liegt. Also an der Stelle für Kreditverhältnisse, wohlgemerkt nicht für Sparer. Das heißt, wenn jemand anders jetzt einem Unternehmen einen Kredit gibt, will er einen Anteil von diesem Kuchen haben. So, jetzt ist aber das Problem, dass dieser Anteil erfolgt pauschalisiert in Prozenten. Und wenn diese Person mit den 100.000 Euro dieses Geld aber nicht braucht, sondern das Geld über 10, 20, 30, 50 Jahre liegen lässt und einen schönen Zinssatz von meinetwegen 5% hat, dann verdoppelt sich dieser Betrag in relativ kurzer Zeit. Angenommen, er lässt es 30 Jahre liegen bei 5%, dann werden aus den 100.000 tatsächlich, also mal angenommen zweimal verdoppelt, 30 Jahre, irgendwo so in der Dreh wird er dann mit 400.000. Das heißt, also ganz kurz,
So, nach der ersten Phase, also ich gehe jetzt einfach mal von 15 Jahren aus, dass sich der Betrag aufgrund des Zinssatzes nach 15 Jahren verdoppelt, hat er 200.000. Aber was eben so schön ist, wie gesagt, bei der Exponentialfunktion von Zins, der Zeitraum für die Verdopplung bleibt gleich. Das heißt, wenn es ihm gelingt, den Zinssatz über insgesamt 2 mal 15 Jahre zu halten, hätte er 400.000 aus ihm gemacht. Das hört sich natürlich jetzt wieder viel an, weil diese Verdopplung sieht immer nach viel aus. Die Schwierigkeit ist nur, dass die Geldmenge das natürlich im Großen und Ganzen mitmacht und deswegen zu diesen Verschiebungen führt. Also was stellen diese Verschiebungen jetzt dar? Das heißt, das ist sozusagen alles, was an Konsum angesetzt wird, und das ist jetzt einfach mal die Ecke, die den Zinseszins, also die sozusagen die Zinseinnahmen darstellt. So, was ich jetzt hier mit Sicherheit im falschen Verhältnis gezeichnet habe, aber angenommen, das hier ist jetzt am Anfang, wenn er die 100.000 investiert, und das ist jetzt der Anfang, naja, doppelt ist wahrscheinlich schon mehr als die 200.000. Das heißt aber, der Zinsanteil kann gar nicht mehr in diesem schmalen Stück sein. Der muss ja viel größer sein. Er hat ja jetzt hier 200.000, das heißt, er hat 100.000 Euro eingenommen in 15 Jahren, nur durch Zins- und Zinseszinseffekte. Und wenn es jetzt auf die 400.000 zugeht, dann muss diese Ecke eigentlich viel größer sein. Das heißt, der Anteil vom BIP wird im Zweifelsfall dramatisch erhöht werden. Okay, ist immer noch nicht wirklich groß, aber man sieht schon, dass es im Verhältnis, das heißt, es bleibt nicht nur ein bestimmter Prozentsatz, sondern solange sich das hier nicht ausreichend verdoppelt, wird der Anteil immer größer. Das heißt, die Schwierigkeit ist jetzt, ich gehe jetzt nochmal davon weg, dass dieses Ding sich tatsächlich verdoppelt, sondern stelle es jetzt mal damit dar, dass das BIP relativ langsam ansteigt. So, und angenommen, das BIP ist jetzt wahrscheinlich, es hat sich nicht ganz verdoppelt, und mal angenommen, wir sind jetzt bei 400.000, also wir sind eigentlich nach 30 Jahren. So. Und da haben wir im Endeffekt jetzt den eigentlichen Treiber, warum die Wirtschaft wachsen muss. Weil die Umverteilung, die notwendig wäre, um diesen Zinseszinseffekt zu bedienen, um diesen Exponentialeffekt zu bedienen, der ist nur dann ertragbar, wenn die Wirtschaft wächst. Aber die Sache ist eben, es ist nicht aus der Systematik des Geldsystems alleine, sondern eher aus dem Anspruch, der Wertaufbewahrungsfunktion und des Gedankens, dass diese Wertaufbewahrungsfunktion auch noch mit Zins belastet sein darf. Das heißt, dass das Geldsystem in der Lage ist, sozusagen einen Druck darauf auf das Wirtschaftssystem auszuüben, dass es wachsen muss, liegt daran, weil wir die Vorstellung haben, von Zinsen zu leben. Weil nur der Zinseszinseffekt selber ist in der Lage, diesen Druck auszuüben. Warum? Weil wir nicht bereit sind, immer mehr abzugeben. Das heißt, an die kleine Gruppe, die Vermögen hat, und dieses Ungleichgewicht würde immer automatisch zustande kommen, selbst wenn ich ein komplett neues Geldsystem starte, jeden mit 100.000 Euro ausstatte und überhaupt keine Zinsen definiere, dann würde es trotzdem zwangsweise, wenn ich eben keine weiteren Mechanismen in diesem System habe, dazu kommen, dass der eine, der zuerst gespart hat, gegenüber demjenigen, der zuerst gearbeitet hat, gewinnt. Warum? Weil derjenige, der arbeitet, der wird auch sein Geld ausgeben, wird eventuell noch investieren und wird Einnahmen haben. Er wird vielleicht reich werden, aber er wird nicht vermögend werden. Weil derjenige, der in Wirklichkeit gespart hat und es geschafft hat, dem Unternehmer sozusagen seine Arbeit zu finanzieren, der, wie gesagt, wenn er das vorausgesetzt, er hat es geschafft, dem Unternehmer zu sagen, du, ich will Zinsen haben. In dem Moment, wo der Zins als Mechanismus, als Funktion durchgesetzt ist, also im Endeffekt, dass ein Zins sinnvoll ist, dass ein Zins normativ anerkannt ist, dass ein Zins ethisch positiv bewertet wird,
In dem Moment, wo der Zins in der Gesellschaft als zulässiges Mittel miteinander, im Umgang miteinander sozusagen gesetzt ist, in Bezug auf das Geldsystem, in dem Zuge kommen wir in das Wirtschaftswachstumszwang-Geschichte rein. Aber erst über die Zinsgeschichte. Erst über den Gedanken, dass Geld angelegt werden kann und zinstragend sein soll. Das heißt, nicht die EZB allein dadurch, dass sie Zinsen verlangt, wie ich im ersten Video auch ausgeführt habe, ist es sogar so, dass die Mindestreserve unterm Strich überhaupt nicht zinsbelastet ist. Erst der Gedanke, dass eine Bank Zinsen verlangt, und zwar Zinsen über die rein rechnerischen Größe, weil es wird ja dann auch immer gesagt, der Zins setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Das eine ist Inflation. Inflation ist selbst gemacht, das heißt, es ist eigentlich Quatsch, dass das drin ist, weil man könnte ja genauso gut sagen, wir lassen das mit der Inflation weg, aber egal. Der zweite Punkt ist die Risikoprämie. Wenn es tatsächlich die Risikoprämie widerspiegeln würde, dann würde die Bank genauso viel Kredite verlieren und die Gewinne, die sie sozusagen macht mit diesem Zins, würden sich sozusagen mit plus minus null aufgehen. Das heißt, eine Bank würde keine Profite machen, wenn sie tatsächlich nur eine Risikoprämie hätte. Das dritte ist aber, und das ist das Absurde, weil für den Sparer mag das ja noch existieren, es gibt sowas wie eine Liquiditätsprämie oder Entschädigung auf Liquiditätsverzicht. Das heißt, der Sparer, ich als Privatperson, wenn ich mein Geld weggebe, kann ich es tatsächlich nicht konsumieren. Das heißt, ich verzichte auf Liquidität. Das Absurde ist aber, dass die Banken das überhaupt nicht tun, weil die Banken schöpfen ja das Geld. Das heißt, dort findet kein Liquiditätsverzicht statt. Aber im Endeffekt die Differenz, die dort existiert, zwischen den tatsächlichen Risikoprämien, der tatsächlichen Inflationsausgleich, dieser Punkt sorgt dafür, dass der Zinseszinseffekt überhaupt zum Tragen kommt. Das heißt, erst durch diesen Effekt, dass ich einen Zinseszinseffekt in dieses Geldsystem einführe, in der Erwartungshaltung des Geldbesitzes, erst dadurch kann das Geldsystem dazu beitragen, dass die Wirtschaft wachsen muss, weil sie, und das ist der Grund, warum es wachsen will, warum es sinnvoll ist, sozusagen aus Sicht der Gesamtwirtschaft zu wachsen, weil die Verteilungskämpfe, wenn sie nicht wächst, zu groß werden. Wenn nämlich die nominalen Werte einfach zunehmen, ich weiß nicht genau, wie das am leichtesten verständlich ist, weil das ist am leichtesten im Dialog zu erklären, wo die einzelne Person mit ihren Gedanken, wo sie dann gerade stehen. Aber der Punkt ist, wenn die Verteilungskämpfe sozusagen schwieriger werden, dann ist die Sache, dass irgendwann das Wirtschaftssystem zusammenbricht. Aber nicht wegen Deflation und Inflation, sondern weil die Angestellten, die eigentlich hier arbeiten sollen, so wenig von diesem System noch profitieren, so wenig für ihre Arbeitsleistung bekommen, dass sie hoffentlich rechtzeitig meutern. Es gibt im Endeffekt nicht viel mehr dazu zu sagen, außer dass der Gedanke des Zinseszinses ist erst derjenige, der das Geldsystem nachhaltig vergiftet. Natürlich sind diese anderen Effekte schon angelegt, weil klar, die Zentralbank arbeitet mit dem Begriff Zins, Geld wird durch Kredite mit Zins in Umlauf gebracht, das heißt, überall taucht der Zins schon auf. Er wird gerechtfertigt als Preis für Geld, was de facto nicht der Fall ist, weil Banken nahezu unbegrenzt und mit fast vernachlässigbaren Kosten Giralgeld erzeugen können. Aber dadurch ist der Begriff schon gesetzt. Das heißt, dadurch kann dann auch das Individuum, was da dann im Geldbesitz kommt, sagen, ja Moment, warum soll ich denn mein Geld irgendjemandem zur Verfügung stellen? Ich habe keine Verwendung für das Geld, aber ich verschenke das Geld doch nicht. Ich habe doch keinen Grund, das Geld wegzugeben. Es hält ewig, ewiger als Gold. Und das ist im Endeffekt der Grund, wie gesagt, dieses ganze System nachhaltig zusammenbricht. Irgendwann. Ich mache auch hier mal wieder einen Cut mit dem Thema. Also wie gesagt, Verteilungsaspekt ist der Hauptgrund dafür, warum es nachher zu einem Wirtschaftswachstum kommt, weil an der Stelle ist als Wirtschaftswachstum einfach nur es nimmt Druck aus dem System. Es nimmt Druck aus dem System des Zinseszinseffektes, der nicht durch das Geldsystem, sondern durch den Zinsmechanismus kommt,
der aber nicht primär aufgrund des Geldsystems sozusagen zustande kommt, sondern aufgrund der Zulässigkeit der Zinsnahme. Ich hatte vorhin noch einen Aspekt angesprochen, da die Banken ja direkt Wertpapiere kaufen können. Und warum es für die Banken sinnvoll ist, diese Wertpapiere zu kaufen, weil es ihnen hilft in Bezug auf die Sicherheiten, die sie für die Zentralbank hinterlegen müssen. Und dazu ein kurzes Beispiel im Verhältnis zwischen Banken und Staatsanleihen. So, was passiert jetzt? Also, zunächst mal bei der ganzen Thema der Schuldenproblematik ist der Staat nicht bei den Banken verschuldet. Der Staat ist einer der Gläubiger, beziehungsweise einer der Schuldner, die nicht durch Banken direkt, also im Sinne von Krediten bei Banken verschuldet ist. Der Mechanismus ist natürlich trotzdem ein ähnlicher, weil der Staat Staatspapiere ausgibt, auf denen wiederum eine Zinszahlung stattfindet. So, was passiert jetzt? Normalerweise, wenn der Staat jetzt die 100.000 Euro, ja, einfach mal als Beispiel 100.000 Euro als Staatsanleihen ausgibt, sagt, ich verschulde mich jetzt bei denjenigen, die die Staatsanleihen kaufen, für 100.000 Euro. Zahl denen meinetwegen 5%, der Zinssatz ist an der Stelle relativ egal, darum geht es in dem Beispiel nicht, sondern es geht darum, was passiert mit diesem Geld? Beziehungsweise, wie tragen Staatsanleihen dazu bei, dass trotzdem, obwohl die Banken, wie muss die Ausgabe aussehen, damit die Ausgabe von Staatsanleihen die Geldmenge erhöht? Wenn ich als Privatperson jetzt Staatsanleihen kaufen würde, dann hätte ich ja das Geld schon gespart. Das heißt, irgendwo muss ich ein Geldguthaben haben, muss dem Staat das überweisen und dann bekomme ich die Papiere dafür. In dem Moment sozusagen auf dem Markt entsteht kein neues Geld. Das Spannende ist jetzt, gerade in der Bundesrepublik Deutschland, auch Systemwechsel. Das heißt, früher war es so, ich konnte tatsächlich zum Staat hingehen, zu dieser Bundesfinanzagentur und sagen, ich möchte gern so und so viel anlegen und dafür Staatsanleihen kaufen. Ob für 5 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, was für Laufzeiten da möglich sind. Auf jeden Fall hätte ich das sozusagen direkt machen können. Inzwischen ist es so, dass die Banken so weit und die Finanzinstitute so weit Lobbyarbeit betrieben haben, dass ich Staatsanleihen nie mehr direkt vom Staat kaufen kann, sondern direkt von den Banken zu kaufen ist. Das heißt, es steht immer die Bank sozusagen an erster Stelle. Alle Staatsanleihen werden zunächst von den Banken aufgekauft. Das hat noch nichts mit dem Anleihen-Einkaufsprogramm der EZB zu tun, das ist eine andere Geschichte. Die hat aber einen ähnlichen Effekt, komme ich gleich nochmal drauf. Sondern es ist so, dass wenn die Bank sowieso alle Staatsanleihen zunächst aufkauft, die braucht dafür überhaupt kein Geld. Weil nochmal, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, die Bank darf jederzeit Chiralgeld erzeugen und zwar in beliebiger Höhe. Sie muss dann nur in der Folgewirkung einige Regeln beachten, im Sinne von Mindestreservepflichten, die nachrangig zu erfüllen sind, sowie eventuelle Eigenkapitalvorschriften, die aber keine systemtechnische Relevanz haben in der Hinsicht, also sie verhindern nichts, sondern sie müssen dann nur im Rahmen der Kontrolle von zum Beispiel der BaFin dann aufgedeckt werden, dass die Bank dort eventuell verstoßen hat und dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Bußgelder oder sowas zahlen muss als Strafe dafür, dass sie dort irgendwelche Regeln nicht eingehalten hat. Aber zurück zu den Beispielen. Das heißt, die Bank kauft diese 100.000 Euro Staatsanleihen auf, hat diese Papiere dann im Portfolio, hat aber dafür keine 100.000 Euro gebraucht, sondern hat einfach Chiralgeld erzeugt. Das heißt, der Staat hat von der Bank Chiralgeld bekommen. Das Makabre dabei ist, dass das eben kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, sondern dass das an dieser Stelle eben nur ein Ersatzmittel für gesetzliches Zahlungsmittel ist, sich der Staat aber damit zufrieden gibt. Das heißt, er hat zugelassen, dass die Geschäftsbanken in die Lage versetzt werden, dem Staat Geld zu erzeugen und davon zu profitieren. Wie profitieren sie jetzt davon? Weil der nächste Hebel ist ja, es ist ja nicht nur, dass die Banken dann die Staatsanleihen besitzen und im Zweifelsfall auch die Zinserträge einkassieren, wenn sie diese Staatsanleihen nicht an weitere
ja, weitere Personen, weitere Privatpersonen weiterverkaufen, gehen diese Staatsanleihen erstmal hier rüber zur Bank. Das heißt, damit sind sie in der Bilanzposition, das ist ja die Gegenposition. Das heißt, die Bank hat gegenüber dem Staat eine Verbindlichkeit von 100.000 Euro und hat gleichzeitig eine Sicherheit, sozusagen eine auf der Aktivseite 100.000 Euro Staatspapiere in der Bilanz. So, jetzt ist das Spannende, wie gesagt, die Mindestreserve liegt bei 1%, also das, was ich im ersten Video ausgeführt habe. Das heißt, die Bank braucht jetzt, damit sie die 100.000 Euro Giralgeld ausreichend absichert nach den Regularien der EZB, braucht sie eine Zentralbankgeldmenge von 1.000 Euro. Das heißt, was macht die Bank jetzt? Das heißt, von den 100.000 Euro Staatspapieren muss sie an die EZB, ich sage mal, das sind deutsche Staatsanleihen, die sind von der EZB mit dem Abschlag von 10%, das heißt 90% irgendwie Werthaltigkeit. Das heißt, sie muss irgendwie 1.100 Euro oder sowas, so Pi mal Daumen, tatsächlich an die EZB übertragen. Das heißt, die legt von diesen, sagen wir mal, die haben einen Nennwert von 1.000 Euro. Das heißt, die gibt jetzt zwei von den Papieren, also im Wert von 2.000 Euro, legt sie jetzt als Sicherheit hier bei der EZB an und sagt jetzt, du EZB, sind ja 2.000 Euro wert, für deinen Bewertungspuffer sind die 1.800 wert, ich brauche jetzt von dir aber eh nur 1.000 Euro Zentralbankgeld. Das heißt, die Bank kann über diesen Weg mit selbstgeschöpftem Giralgeld Sicherheiten aufkaufen, die bei der EZB hinterlegen, dafür günstig die Mindestreservepflichten erfüllen, weil das kostet sie unterm Strich gar nichts. Und hat dann noch 98.000 Euro Staatsanleihen in ihrem Portfolio. Weil natürlich sind die Sachen, die sie hier bei der EZB einlagert und drüber gibt, bleiben auch alles in ihrer Bilanz. Das heißt, für die Bank sieht man jetzt mal am Beispiel Griechenland ab. In einem Fall wie Deutschland ist es ein absolut sicherer Coup. Das heißt, die Bank kauft Staatsanleihen auf, die kosten sie nahezu null, weil auch die Mindestreserve wird dann automatisch verzinst. Das Einzige, was die Bank im Endeffekt sicherstellen muss, und das ist, je größer die Bank, desto mehr profitiert sie davon, dass sie einen Kontenkreis hat, auf dem sich die Reihen bewegen. Weil natürlich, der Staat hat ja die 100.000 Euro nicht aufgenommen, um einfach darauf sitzen zu bleiben, sondern der Staat gibt diese 100.000 Euro jetzt irgendwo in die Wirtschaft. Das heißt, er baut vielleicht eine Straße, zahlt irgendwelchen Angestellten Gehälter und so weiter. Das heißt, die Bank muss nur dafür sorgen, dass möglichst viel von diesen 100.000 Euro, die sie da in die Wirtschaft ins Leben entlassen hat, möglichst auf ihren Konten bleiben, damit dieses Verhältnis erhalten bleibt. Damit sie im Endeffekt nur die 1.000 Euro als Mindestreservedeckung erfüllen muss. Alles Weitere, was danach kommt, wenn im Endeffekt dieses Geld die Bank verlässt, das ist dann wieder Frage des Interbankenmarktes. Da muss die, also im schlechtesten Fall, mal angenommen, die Bank hat ziemlich schlecht kalkuliert und die 100.000 sind zu einer anderen Bank geschossen, dann muss die Bank ja tatsächlich dafür sorgen, dass die 100.000 Euro Zentralbankgeld erreicht. Und da wird sie an der Stelle dann ein bisschen kämpfen müssen, aber das sollte auch so wiederum kein Problem sein. Wie gesagt, die Banken können da normalerweise ganz gut rechnen und erwarten sicherlich recht korrekt, wie hoch sind die Giralgeldabflüsse und werden sich entsprechend angepasst verhalten und nur die Beträge einkaufen, wo sie das nicht das Risiko haben, sozusagen in Liquiditätsschwierigkeiten zu kommen. Ein Punkt, den ich schon ein bisschen ausgeführt hatte, war das Thema, wie ist jetzt eigentlich diese Neutralität des Geldes gegeben? Weil ich hatte vorhin schon mal den Konflikt zwischen Zahlungsmittel und Werthaftbewahrungsfunktion. Aber wie sieht jetzt eigentlich nochmal der Konflikt aus oder das Problem der Neutralität, Geldneutralität? So, die Frage ist, was würde es denn bedeuten, dass ein Geld sich neutral gegenüber anderen Waren verhält?
Das heißt, dass Geld ein Wertmesser sein kann, das sinnvollerweise wirklich den Wert eines Autos beschreibt. Was ist überhaupt Wert? Ich will da gar keine große Diskussion aufmachen, weil ich kann überhaupt keine Antwort dafür geben. Weil es gibt keinen Wert, den das Geld ausdrücken kann. Es ist einfach so. Warum? Weil Wert subjektiv ist. Das heißt, diese scheinbare Objektivität bei Geld kann überhaupt nicht erfüllt werden, weil jede Wertschätzung eines Gegenstandes, der Geld wert sein kann, komplett individuell ist. Da sind so Begriffe interessant wie Gebrauchswert, weil Nutzwert oder einfach nur Liebhaberwert. Es gibt eine Reihe von Begriffen, die ausdrücken, warum man eine Sache, einen Gegenstand, irgendetwas für wertvoll befinden kann. Das ist bei Geld eine Sache, die dort zumindest was Geld als Wert wertvoll macht. Also nicht die Austauschverhältnisse zu anderen Gütern, dass ich damit etwas kaufen kann, sondern es gibt noch einen anderen Faktor. Es gibt noch einen, oder ich gebe mal zwei Sachen. So, weil über den einen Aspekt habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Es ist natürlich schon ein Wert des Geldes, dass ich, wenn ich Geld besitze, in ausreichender Größe in der Lage bin, damit Zinsen zu generieren. Und wenn es ausreichend viel Geld ist, dann ist es vielleicht so viel Zins oder so viele Erträge, dass ich sicherstellen kann, dass ich selber nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, ich kann von Zinserträgen leben, die ich aber selber nicht erwirtschaften muss. Also, okay, zu dem Manko, das Geld kann Zinsen erwirtschaften, komme ich gleich nochmal. Also wie gesagt, das ist ein interessanter Wert, warum viele zum Beispiel Lotto spielen, um Millionär zu werden, in der Hoffnung, dass diese Millionen dann bis an ihr Lebensende ausreichen, sie zu versorgen. Also dass sie dadurch ausreichende Ansprüche gegen die Gesellschaft haben, um mit den Dingen versorgt zu werden, die sie brauchen. Aber noch entscheidender ist, warum Geld an der Stelle, ist Macht ein Wert an sich? Ist Macht ein Wert des Geldes? Zumindest ist jemand, der viel Geld hat, in einem gewissen Sinne mächtig. Nicht pauschal, nicht in jeder Situation, aber es hat durchaus etwas, dass jemand, der mehr Geld hat, Dinge bewegen kann, ich möchte nicht von Erpressung sprechen, aber manchmal hat man ja schon den Eindruck, zum Beispiel im Verhältnis zu Griechenland aktuell, dass da durchaus ein ziemliches Machtungleichgewicht da ist, weil die Griechen kein Geld haben, andere haben Geld und die Griechen brauchen welches, warum auch immer. Das ist vielleicht das größte Manko, was man sozusagen Griechenland eigentlich an die Hand geben müsste. Also am liebsten, ich würde es am liebsten den Griechen an die Hand geben, zu sagen, sag mal, warum braucht ihr eigentlich dieses Geld? Warum seid ihr von diesem Geld abhängig? Könnt ihr eure Leute nicht ernähren? Könnt ihr den Leuten keine sinnvolle Beschäftigung geben? Was auch immer, was ist der eigentliche Grund, dass ihr von diesem Geld abhängig seid? Und das Problem ist im Endeffekt wieder ein Zirkelschluss. Natürlich sind die Menschen nicht in dem Sinne von dem Geld abhängig, sondern sie sind davon abhängig, dass die Kreisläufe durch Geld funktionieren. Sie haben im Moment keine alternativen Kreisläufe, die ohne das Geld funktionieren. Und sie haben im Moment schon Verpflichtungen, die dieses Geld erfordern. Weil sie sind Verträge eingegangen, die darauf lauten, dass ein bestimmter Geldbetrag zurückzuzahlen ist, aber dieser Geldbetrag wird ihnen vorenthalten. Ob die Gründe dafür gerechtfertigt sind, was auch immer, das ist nicht das Thema. Es geht nur darum, das Thema Macht anzuschneiden. Das heißt, wenn ich im Endeffekt mit Menschen oder mit anderen Institutionen Verträge eingehe, die auf Geld lauten, von denen ich genau weiß, ein Unternehmen, dem ich Geld leihe, dass dieses Geld ausgeben wird für Investitionen, wo ich genau weiß, dass das Unternehmen dieses Geld am Ende nach der Investition nicht mehr haben wird. Und dann ist die Frage, ob ich so viel Marktmacht habe, so viel Geld sozusagen unter meine Kontrolle zu bekommen, dass ich an der Stelle wiederum entscheiden kann, zu sagen, dieses Unternehmen bekommt kein Geld. Das heißt, es kann sich anstrengen, so viel es will, es wird nicht in die Lage kommen, wie auch immer das angestellt wird, dass es nicht in die Lage versetzt wird, ein Produkt, eine Ware an den Markt so anzubieten, dass es genügend Gewinne macht, um die Kredite zu bedienen.
Die Strategie dahinter könnte sein, dass ich zum Beispiel ein gewisses Know-how, eine bestimmte Fähigkeit dieser Firma oder der Angestellten, die dort sind, oder irgendwelche Patente, die diese Firma vielleicht geschafft hat, vor mir zu patentieren, rechtlich abzusichern und so weiter, dass ich schaffe, diese Firma unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, ich bringe die Firma in eine Situation, in der sie sozusagen wie ein reifer Apfel mir in den Schoß fällt. Es geht hier nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien oder irgendwelche Überlegungen, es geht einfach nur um Konstrukte, die auf dem Markt möglich sind. Ich sage nicht, dass das ständig gemacht wird, ich sage nicht, dass das am laufenden Markt passiert, aber jeder sei dazu aufgerufen, sich zu überlegen oder sich anzuschauen, Einzelfälle, was hat da tatsächlich dazu geführt, dass eine Firma bei Pleite geht. Ist es das Missmanagement? Ist es Verträge, die irgendwie abgeschlossen wurden, die zu Lasten eigentlich des eigenen, der Stabilität der Firma passiert sind und und. Also deswegen, Geldneutralität. Wie kann ein Geld neutral sein, das einen Machtfaktor darstellt? Nicht ultimativ, nicht in jeder Hinsicht. Ein Menschenleben oder ein Mensch, der sozusagen absolut geerdet ist und keine Beschränkungen mehr hat, den kann man mit Geld nirgendwo hinbringen. Nur Menschen, die in irgendeiner Form glauben, von Geld abhängig zu sein, können auch mit Geld manipuliert werden. Oder die halt irgendwelche Gründe haben, warum sie für Geld hörig sein sollten. Also wie gesagt, Macht ist immer eingeschränkt zu verstehen. So, Geldneutralität. Die Quelle des Geldes ist die Zentralbank. Nein, ist sie nicht. Die Quelle des Zentralbankgeldes ist die Zentralbank. Die Quelle des Giralgeldes sind die Geschäftsbanken. Und das ist das, was im Endeffekt heute am meisten existiert, Giralgeld. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Unternehmen, die ist privilegiert, an die Quelle des Geldes zu kommen. Das heißt, alle anderen sind benachteiligt, in der Hinsicht, dass dieses Geld nicht allgemein verfügbar ist, dass es bestimmte Konstellationen braucht, um überhaupt an Geld zu kommen, sei es zum Beispiel Sicherheiten. Das heißt, jemand, der einen Kredit aufnehmen will, bekommt es ja nicht einfach so von wegen, ach, ich habe hier jetzt einen Geldbedarf, Bank, gib mir mal ein bisschen Geld rüber. Nein, im Zweifelsfall brauche ich Sicherheiten oder sehr gute Erklärungen und Argumente, warum mir die Bank jetzt sozusagen für nichts Geld auf den Tisch legen soll, damit ich irgendetwas anstellen kann. Also, wie gesagt, die Quelle ist es nicht für jeden in gleicher Form zugänglich. Und die Zahlungsfähigkeit. Geld ist nicht gleich Geld. Klingt ziemlich lapidar, aber was heißt das? Das bedeutet, dass wenn ich mir heute unterschiedliche Währungen anschaue, die Frage ist, warum haben die Wechselkurse? Warum gibt es unterschiedliche Paritäten zwischen einzelnen Angestellten? Warum ist im Endeffekt die Leistung, die ein Arbeiter in China erbringt, aufgrund dieser Wechselkurssituation so viel weniger wert oder umgekehrt so viel günstiger als die gleiche Arbeit eines gleichen Arbeiters hier in Deutschland? Das hat auch nichts damit zu tun, ob der Deutsch spricht oder Chinesisch oder sonst irgendwas, sondern die Frage ist, die Zahlungsfähigkeit sozusagen eines dortigen Büroangestellten in China gegenüber einem Büroangestellten in Deutschland. Was unterscheidet diese beiden Berufe? Warum ist der eine so viel zahlungskräftiger aufgrund der Währung, dass er Euro verwendet, als der andere, der, weiß gar nicht, was soll die chinesische Währung bringen? Und da ist sozusagen, also das mal bloß so, um mal einen groben Blick darüber zu bringen, dass es mit der Geldneutralität einfach nicht weit her ist. Geld ist in keinster Weise neutral. Und hier habe ich noch gar nicht die Produkte drin. Das heißt, wie verhält sich die Geldquelle, eine Bank, zu einem Produzenten von Äpfeln, zu einem Produzenten von Milch und dann zu den Konsumenten der Milch? Das heißt, wie kommt ein Konsument, der Milch konsumieren möchte, an Geld? Und wie stark hat dieser Bezug darauf Einfluss, ob der Milchbauer dann tatsächlich gut entlohnt wird. Was auch immer natürlich die normative Aussage gut an dieser Stelle auch aussagen mag. Nochmal zu dem individuellen Maßstab. Wie nämlich der Geldwert, ja individuell habe ich es vorhin schon mal angesprochen, es hat ein bisschen damit zu tun, wie ich eben an Geld komme. Also wie die Person, die Geld hat, an Geld kommt. Für mich von der Überlegung her ist es am stärksten inzwischen so,
um Geld zu erhalten, habe ich einen bestimmten Kostensatz, Aufwand. Das heißt, ich muss entweder arbeiten gehen, ich muss 8 Stunden arbeiten oder 5 Stunden arbeiten, je nachdem wie mein Stundensatz ist, um eine bestimmte Menge Geld, meinetwegen 100 Euro zu bekommen. Und da ist im Endeffekt jetzt die Frage, aufgrund dieses subjektiven Bezugs zu einem bestimmten Geldbetrag, das heißt, wie hoch sind sozusagen die Kosten, die es mich braucht, um dieses Geld zu erhalten? Und im Umkehrschluss, welche Waren werden dann für mich erschwinglich? In dem Sinne nicht erschwinglich, dass ich mir dann leisten kann, weil das muss sowieso vorausgesetzt werden. Das heißt, eine Yacht mit 100.000 oder eine Yacht für 1 Million und so weiter, werde ich mir so oder so von einem Stundensatz von 10 Euro die Stunde sowieso nicht leisten können. Aber mal angenommen, die Produkte, die es im Supermarkt gibt, habe ich jetzt die Wahl zwischen einem Bio-Apfel und einem normalen Apfel, der meinetwegen zwischen 1 und 2 Euro oder so das Kilo oder sowas, was der Unterschied sein mag. Wie man merkt, ich habe keine Ahnung von den Bio-Äpfeln, aber mal angenommen, der Unterschied ist 1 Euro zu 2 Euro. Das heißt, ist es für mich dann realistisch zu sagen, ist das Geld für mich so viel oder so wenig wert, dass ich sagen kann, okay, ich bin bereit, für das gleiche Kilo Äpfel den doppelten Preis zu zahlen. Das heißt zum Beispiel Thema Arbeitsleid. Ist das Arbeitsleid für mich gering genug, damit ich das so viel für Äpfel bezahle? Oder ist es umgekehrt zu sagen, nee, also das, was es mich kostet, dieses Geld zu erlangen, da kaufe ich mir lieber 2 Kilo Äpfel statt nur 1. Und deswegen, Geldneutralität ist einfach nicht gegeben und ist in der Systematik, wie Geld erlangt werden kann, wie Geld in Umlauf ist, einfach überhaupt nicht möglich, in dieser Systematik einzurichten. So, jetzt noch ein spannendes Thema, das Thema Gold. Metallwährung, goldgedeckte Währung. Aber fange ich erstmal mit dem Gold an. Und zwar dem Gold unserer Bundesbank. Aktuell ist es ja so, dass die Bundesbank gerade dabei ist, Gold nach Hause zu holen. Das ist eine interessante Geschichte. Dafür hat die Bundesbank auch auf ihrer Website ein Video veröffentlicht. Was es denn eigentlich mit diesem Goldschatz der Deutschen auf sich hat? Vor allem die Quelle dieses Goldschatzes ist natürlich sehr interessant. Weil in dem Video von der Bundesbank wird es jetzt so dargestellt, also nicht, dass ich das in Zweifel ziehen möchte, ich habe jetzt keine andere Geschichte dafür, ich weiß aber trotzdem nicht, ob sie stimmt, dass natürlich bis Bretton Woods, das war ein Währungsabkommen fester Wechselkurse, das heißt, alle Währungen weltweit oder zumindest alle relevanten Länder hatten Vereinbarungen getroffen, dass sie sich zu einem bestimmten Wechselkurs zum Dollar sozusagen bewegen. Das gibt es heute immer noch, aber da war noch das Besondere, dass der Dollar damals bis in die 70er hatte ein festes Wechselkurs zu einer Menge Gold. Das heißt, der Dollar war sozusagen bis in die 70er eine Goldkernwährung. Das heißt, im Kern war dieser Dollar mit Gold gedeckt und theoretisch hätte man hingehen können zur Zentralbank der USA und sagen, hier, ich habe 10.000 Dollar in Noten, in Papiergeld, bitte gib mir jetzt die Gramm Gold dafür. Bei uns und so viel. Die Kurse sind jetzt egal, wie gesagt, es gab diese Bindung und da alle Währungen eben einen festen Wechselkurs hatten, war das ganze System sozusagen ziemlich stabil und ziemlich starr auch. Und das Schöne ist, oder was heißt das Schöne? Also nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland eigentlich pleite und das ganze Gold war weg. Nicht weil es geklaut war, sondern weil es für Reparationszahlungen und sonst was geleistet werden musste. Jetzt ist es aber so, dass das Thema das Wirtschaftswunder, das heißt die arbeitswütigen Deutschen, die ja irgendwie auch nichts anderes machen konnten, als wieder Unmengen Zeug zu produzieren und das in alle Welt zu verkaufen, haben so viel, was sie da verkauft haben, von den anderen nicht zurückgekauft. Das gleiche, was wir heute immer noch machen. Das heißt, wir verkaufen mehr, als wir zurückholen, weil wir Arbeiten so toll finden. Und sozusagen bis in die 70er hat uns das Gold eingebracht. Das heißt, das ist auch der Grund, warum aktuell eben die Goldreserven von Deutschland in London, in
Ich glaube, Paris war das andere und in New York liegen. Und natürlich auch schon einen Großteil in Frankfurt. So, im Moment ist es so, dass in den nächsten Jahren noch ca. wahrscheinlich so um die 500 Tonnen Gold transportiert werden von der Bundesbank nach Frankfurt. Das heißt, kann man in Frankfurt mal so einen Schnitt gucken, da wird regelmäßig jetzt Gold hin und her fahren weiterhin. 120 Tonnen haben sie schon geholt. Paris wird wohl zugemacht, also da wird nach Ablauf dieser 5 Jahre bis 2020 oder so kein Gold mehr liegen. Der größte Anteil liegt dann weiter noch in den USA mit, glaube ich, 1/3 und ein anderer Anteil liegt dann in London und die 50% zusammen sollen dann in Frankfurt liegen. Also ist es wieder zu Hause. Aber welche Relevanz hat das fürs Geld? Genau genommen gar keine. Es gibt kein Wechselkursverhältnis zum Euro, es gibt keinen Bezug dafür, dass die Bundesbank irgendwie in diesem, mit diesem Gold irgendetwas zu tun hätte oder irgendwie dieses Gold für Währung wichtig wäre. Also es hat zum aktuellen Euro überhaupt keinen Bezug. Nichtsdestotrotz ist dieser Goldberg, ja, weiß nicht mehr wie viele Milliarden, wie viele tausend Tonnen das da jetzt sind, aber er ist ja immer wieder Streitereien unterworfen. Das heißt, so Finanzminister möchten das Gold gerne mal versilbern. Also das heißt, sie wollen es gegen Euro-Guthaben dann verscherbeln, um irgendwo ihren Staatshaushalt ein bisschen zu entlasten. Die Bundesbank, die sozusagen eher so sich als Währungshüter versteht und ja, die Frage ist jetzt, aus welchen Gründen hält die Bundesbank eigentlich daran fest? Ich habe keine Antwort darauf. Ich würde vermuten Sentimentalität oder der vermuten, dass die Deutschen das nicht sehr gerne sehen, wenn ihr Gold verkauft wird. Obwohl sie ja gar keinen Zugang zu dem Gold haben und auch kein Recht darauf, irgendwas von dem Gold zu bekommen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz einfach nur das Gold der Bundesbank ist es da, ist sogar noch sehr real da, weil das ist eine Position, die wird in der Bilanz der Bundesbank gerne ausgewiesen. Bisher war es aber so, oder zeitweise war es jetzt so, dass dort Gold und Goldforderungen standen. Das heißt, es war nicht klar, wie viele Goldbarren wir tatsächlich haben, sondern es hätte auch sein können, dass uns irgendwelche Länder nur Goldbarren schulden. Aber der Hauptposten ist tatsächlich, also weniger als 1% oder so weiter sind Goldforderungen. Das Hauptsächlich ist tatsächlich physische Goldbarren, die irgendwo existieren. Aber wie gesagt, für das Geldsystem vollkommen irrelevant. Und jetzt ist der Punkt, Kritiker unseres Geldsystems setzen auch gerne an diesem Punkt an. Ja, das Problem mit diesem ganzen Geld und dass da diese Geldmenge immer expandiert wird und so weiter, das liegt nur daran, weil wir keine Golddeckung haben oder keine Silberdeckung haben oder keine Metalldeckung haben, von mir aus auch Platin, ist egal. Die wollen jedenfalls gerne, dass es in irgendeinem bestimmten Verhältnis, es muss nicht immer dem zwingend umlaufen, aber sie wollen, dass in einem bestimmten Verhältnis sozusagen Goldmengen im Verhältnis zu diesen Geldscheinen stehen. Dann würde meinetwegen draufstehen, keine Ahnung, wie der Goldpreis aktuell ist. Das heißt, ein 500-Euro-Schein hätte, weiß nicht, irgendwie eine halbe Unze oder so. Ich weiß nicht genau, müsste aber, glaube ich, so hinkommen bei 1000 Euro pro Unze. Müsste das ja mit 500 Euro dann eine halbe Unze wert sein. So, was ist jetzt das Problem dabei? Oder was sind wiederum die Dogmen der... Weil die Frage ist, auf welchen Annahmen basiert die Überlegung, dass eine metallgedeckte Währung irgendwie die Inflation vermeiden ließe? Weil bei den metallgedeckten Währungen ist es tatsächlich so, dass es sehr viel kritischer ist, dass es zu Deflation kommt. Warum? Ich hatte ja vorhin eigentlich erläutert, dass Deflation überhaupt kein Thema ist, weil die Menschen konsumieren doch so oder so. Das stimmt nur bis zu einem gewissen Grad, weil die Erfahrung mit den Goldwerten war, dass tatsächlich die Geldmengen so stark eingeschränkt wurden, also einfach weil Leute das Gold dann behalten haben oder am besten gleich das Gold dann, auch wenn es nicht direkt umgelaufen ist, dann bei der Zentralbank eingetauscht haben. Und dann konnte die Zentralbank gar nicht mehr Geld in Umlauf setzen. Das heißt, sie konnte ja sozusagen nur mit dem festen Multiplikator von 1 im Verhältnis zu diesen Goldmengen Geld in Umlauf bringen. Was dann dazu führte, dass irgendwann dieser Geldstrom abgerissen ist.
Das lässt sich an der Stelle sozusagen für die Weimarer Republik und so weiter jetzt schlecht nachvollziehen, warum es überhaupt zu diesem Abreißen des Geldflusses gekommen ist. Interessanter lässt sich das für eine noch länger zurückliegende historische Zeit belegen. Da geht es darum, zur Zeit noch, als die Feudalherrschaft in Europa, also als noch Fürstentümer und Adel und so weiter noch aktiv war, und als der Handel sozusagen recht einfach strukturiert war, in der Hinsicht, dass über die Seidenstraße Seide, Gewürze und andere Sachen aus China nach Europa gekommen sind und dass dort kein geschlossener Handel stattgefunden hat. Das heißt, es war nicht so, dass, so wie wir es allgemein vorstellen, so von wegen Geld läuft um, Waren tauschen aus, umgekehrt wieder zurück, was ja auch Deutschland in dem Form nicht praktiziert, weil auch wir senden Waren ins Ausland, holen Geld zurück, aber tauschen Waren nicht dazu mit. Also der Punkt ist, dass in den Jahrhunderten, wo die Seidenstraße oder der Handel über die Seidenstraße sozusagen sehr aktiv war, da ist das Phänomen zu beobachten, dass die Geldabflüsse von Europa nach Asien so groß waren, dass Europa sozusagen ständig einen Goldhunger hatte. Das heißt, dass eigentlich immer eine Unterdeckung vorlag, weil es eben keinen Grund gab, für den asiatischen Raum so viel, also Gold wieder in die andere Richtung zu schicken. Das heißt, als Zahlungsmittel war das total unpraktisch, weil es sozusagen ausgeblutet ist. Das heißt, irgendwann liegt dann alles Gold auf einem Haufen, weil die irgendetwas anbieten, aber sozusagen dieser Welthandel einfach Ungleichgewicht ist. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es beim Gräber auch in der Richtung nachzulesen ist. Ansonsten, wer sich dafür interessiert, einfach mal tiefer in die Zeiten nachschauen, wo Handel, Seidenstraße und so weiter aktiv war, dass dort die Goldflüsse in die eine Richtung waren. Und in der Folgewirkung, diese ganzen Expeditionen, die ja von den Königen damals gestartet wurden, von wegen, der Seeweg nach Indien war nur das Thema der Handelserleichterung, aber nachdem man dann eben Amerika entdeckt hatte und auch von den großen Goldfunden, hat natürlich genau diese Notwendigkeit, dass man Gold überhaupt als Währung hatte, dass man Gold so dringend brauchte, zu diesen vehementen Kriegen geführt. Das heißt, der Gedanke, der heute damit gebunden wird, Geld, also metallgedeckte Währungen, würden irgendwie dafür sorgen, dass weniger Geldexpansion stattfindet und vielleicht in der Folge auch zu einer friedlicheren Gesellschaft, dem muss eher widersprochen werden, weil, wie gesagt, also ein großer Grund, warum um Gold überhaupt Krieg geführt worden war, nicht nur, weil es wertvoll war, sondern vor allem, weil es auch als Geld wertvoll war, weil ein Großteil des Wertes hat es ja erst darüber bekommen. Und dass es irgendetwas verhindern würde, ist im Zuge einer Staatlichkeit sowieso absurd, weil gerade wenn man sich die Geschichte anschaut, warum denn der letzte Goldstandard, also Bretton Woods, das ganze Abkommen, warum das zusammengebrochen ist, es war wieder der Grund, dass ein Krieg geführt wurde. Das heißt, dass die USA den Vietnamkrieg überhaupt geführt haben, war überhaupt erst der Grund dafür, dass diese Währung, dass im Endeffekt der Goldstandard aufgegeben wurde. Das heißt, es ist also Goldwährungen sind kein Garant für irgendeine Sicherheit oder gar Frieden, weil der einzelne Garant dafür oder vielmehr der einzige Indikator, der diesen Frieden sowieso brechen kann und solche Systematiken ist, wiederum, dass die Staaten als solche so mächtig sind oder so entscheidungsfähig oder eigentlich geht es nur um den Machtfaktor, dass sie in der Lage sind, einfach solche Versprechungen der Einlösung wieder aufzuheben und Kriege führen, wie sie es wollen. Das heißt, es ist nicht der Impuls der Bevölkerung oder gar der Menschen, weil Menschen wollen im Normalfall einfach ihr Leben leben und in Ruhe und Frieden ihr Leben leben. Die wenigsten sind von sich aus kriegsbereit oder auch nur für Kriege eingestellt. Das heißt, es braucht da schon sehr viel Arbeit, um Menschen dazu zu bringen. Und wie gesagt, es sind aus meiner Sicht eher deutliche Nachteile zu erwarten,
wenn man tatsächlich versucht, eine metallgedeckte Währung einzuführen, weil im Gegensatz zur Neutralität, was ich ja gerade gesagt habe, ist beim Gold das Problem der Neutralität ja von vornherein noch stärker gegeben. Während eine Geldwirtschaft vorstellbar ist, in der das Geld neutraler gegenüber den Vermittlungen und seinen Aufgaben sein kann, ist bei einer metallgedeckten Währung schon komplett darauf zu verzichten, auch noch irgendeine Form zu erreichen, dass das Gold gegenüber den Zahlungsbeteiligten, also denen, die an Geschäften beteiligt sind, auch nur irgendeine Form von Neutralität erreichen kann. Mal davon abgesehen, dass Gold als Doppelcharakter neben einer Zahlungsfunktion, wenn es dann diese wieder erfüllen müsste, zusätzlich ja auch tatsächlich immer noch einen wahren Charakter hat. Also nicht einen wahren im Sinne von Wahrheit, sondern einen wahren Charakter im Sinne von Gut, Rohstoffe, weil es wird von der Chipindustrie bis zur Schmuckherstellung ja immer noch verwendet. Also soweit, wie gesagt, nur weiterhin mein kritischer Blick darauf, dass sich Gold oder Metalle nicht dafür eignen, wirklich ein neutrales Zahlungssystem oder Zahlungsmittel überhaupt zu begründen. So, dann nochmal einen Themenwechsel. Ich habe es an einer Stelle schon kurz angesprochen. Die Vorstellung von Menschen, die gerne im Lotto gewinnen möchten, um dann von sogenannten Kapitaleinkünften, Zinseinnahmen dauerhaft zu leben. Das Problem ist nur, das Geld macht so etwas nicht. Das Geld arbeitet nicht, das Geld erwirtschaftet keine Zinsen. Das Geld ist Mittel zum Zweck, um Zinsen zu bekommen. Wie auch immer das im Detail funktioniert, ist jetzt nicht das Thema, sondern nur nochmal der Aspekt, wichtig herauszustellen, Zins als mehr dessen, was vorher da war. Das heißt, vorher ist nichts da oder nur sehr wenig. Dann soll irgendetwas passieren und dann ist mehr da. Die Natur macht es jeden Tag, also vielleicht nicht jeden Tag, im Winter weniger, aber im Sommer, wenn ich den Pflanzen zuschaue, die wachsen, das heißt, da ist weniger und am nächsten Tag ist mehr. Das ist auch so ein bisschen die Überlegung zu sagen, das könnte man doch mit Zinsen vergleichen, oder? Nicht ganz, weil im Gegensatz zu den Zinsvorstellungen und Geld ist es ein stetiger Wachstumsmechanismus. Weil dieser Kreis im Endeffekt führt sozusagen zu einem stetigen Wachstum und in den heutigen Zinssystemen, es gibt zwar ein Reset, aber der ist nicht systemimmanent eingeplant, sondern der Reset funktioniert nur durch einen systemimmanenten Zusammenbruch. Während die Natur in gewissen Grad ja sogar schon im Voraus die Systematik des Todes, das heißt, etwas wird geboren, etwas wird lebendig, etwas wächst, etwas wird größer und etwas stirbt, fällt zusammen und sozusagen wieder in die Bestandteile zurück, um zu einem neuen Zyklus des Wachsens und des Vergehens heranzukommen. Aber genau dieser Mechanismus ist in dem Zinseszinssystem, so wie es heute etabliert ist, nicht vorgesehen. Dass es trotzdem dazu kommt, ist einfach deswegen, weil es, wie es so schön heißt, es gibt in einem begrenzten System kein unbegrenztes Wachstum. Wie gesagt, diese ganze Thematik, die Idee des Zinses zum Wirtschaftswachstum führt, nicht das Geldsystem als solches, und damit sozusagen zu einem physischen harten Reset führt, zweifelsfrei durch Weltkriege, durch Währungskollapse, Staatenkollaps, was auch immer. Irgendetwas muss jedenfalls dann vehement zusammenbrechen, um dann wieder Platz für Neues zu schaffen. Es wäre sehr schade und ich muss sagen, ein Armutszeugnis für die heutige Gesellschaft, wenn es tatsächlich wieder bis zu so einer Lösung kommt, zu sagen, es gibt einen harten Reset, statt von vornherein aus der Vergangenheit zu lernen und zu sagen, wir sind intelligent genug, um Systeme zu adaptieren und Systeme zu erstellen, die als Kreislauf funktionieren, die als Regelsysteme, Steuersysteme funktionieren, die nicht auf Zusammenbrüchen, sozusagen auf Zusammenbrüche hinauslaufen, die wir dann nicht verhindern können. Und warum steht der Mensch hier unten? Das Geld ist, wie gesagt, nicht in der Lage, Zins zu erwirtschaften. Der Zins, der eben ein Mehr aus etwas darstellt, kann nur durch
Tätigkeit gewonnen werden. Ich sage nicht, dass das jetzt nur der Mensch ist. Ich hatte ja vorhin schon mal ausgeführt, das kann auch durch Energie, durch Maschinen inzwischen passieren. Das größte Problem ist dabei allerdings, dass es nichts nutzt, wenn Maschinen diese Produkte herstellen, weil dann immer noch keiner da ist, der das Zeug konsumieren kann im Zweifelsfall, weswegen heute immer noch so auf die Arbeitsplätze abgehoben werden muss, als Quelle für Geld, damit der Mensch an Geld kommt, mit dem er dann die Waren konsumieren kann, die hier unten produziert wurden. Aber der eigentliche Appell ist eben darum, diejenigen, die heute Lotto spielen, in der Hoffnung, dass sie an genug Geld kommen, um an Zinsen zu gelangen, doch für sich selber auch die Frage stellen, ist es für sie ethisch korrektes Handeln zu sagen, ja, es ist in Ordnung, von den Leistungen anderer zu leben, und zwar auf Kosten anderer. Das ist nicht nur so, dass man gegenseitig freiwillig tauscht, sondern unser heutiges System lässt für diese Freiwilligkeit nicht genug Raum. Die Freiwilligkeit heute, Zinsen zu zahlen, ist nicht gegeben. Weil allein schon der Staat, der durch seine Staatspapiere und seine Gelder sozusagen eine Zinsumverteilung durchführt, das ist nicht frei entschieden, nicht von mir als Individuum. Wenn ich heute in irgendwelchen Produkten Steuern zahlen muss, die dann in diesen Schuldendienst gehen, um diesen Zinseszinseffekt zu bedienen, dann ist das kein frei gewählter Vertrag mehr. Und deswegen ist für mich sozusagen der Aufruf an dieser Stelle zu sagen, bitte überlegen Sie genau, ob es für Sie moralisch vertretbar ist, ganz sicher moralisch vertretbar ist, auf Kosten anderer von Zinserträgen zu leben und mit den ganzen Folgen, die dieses Zinseszinssystem mit sich bringt. Angefangen von der Notwendigkeit, Waffen zu produzieren, nicht weil wir Waffen bräuchten, nicht weil wir Waffen wollen, sondern weil Waffen Profite ermöglichen. Und Profite sind notwendig, um diese Zinsmaschine im Gang zu halten. Wie gesagt, es gibt noch viele Sachen dort auszuführen, warum der Zins zu Recht von Religionen als problematisch angesehen wurde. Aber ja, da darf sich jeder, dürfen Sie sich gerne selber Ihre Gedanken machen, und es soll auch nicht zur Anklage, sondern einfach nur, wie gesagt, neue Gedanken und Dinge in Frage stellen, die vielleicht sonst überhaupt gar nicht durchdacht oder nicht hinterfragt worden wären. Als nächster Punkt das Thema Vollgeld, beziehungsweise die Bezeichnung auch Positive Money, in Bezug darauf, dass das Geld dann nicht mehr als ursprünglicher Kredit in der Form in Umlauf gesetzt wird, sondern eben als positives Guthaben, wobei die Bezeichnung teilweise etwas irreführend ist, denn es gibt sehr wohl noch ein Kredit-Schuldner-Verhältnis zwischen der dann Zentralbank und dem Staat, der das Geld ausgibt. Aber dadurch, dass dieser Kredit dann zum einen zinslos dauerhaft sozusagen Gültigkeit findet, ist die Rückzahlung nicht zwangsläufig gegeben. Sie kommt dann nur in bestimmten Situationen auf, zu denen ich gleich noch mehr sage. So, was ist jetzt der grundlegende Unterschied erstmal, was das Folge Positive Money zum bestehenden System ändern möchte? Der Hauptaugenmerk liegt eben in der Mindestreservehaltung. Das heißt, in diesem System sind die Geschäftsbanken nicht mehr in der Lage, selber Geldschöpfung in Form von Giralgeld zu betreiben. Und im Gegensatz halt zum bestehenden System, wo 1% Mindestreserve nur hinterlegt werden muss. Des Weiteren ist der Emittent an dieser Stelle in der Form der Staat, weil der Staat bekommt sozusagen
dieses Geld initial zur Verfügung gestellt, um es dann in den Wirtschaftskreislauf einzuspeisen. Formal, buchhalterisch wird es wahrscheinlich oder würde es so aussehen, dass der Staat gegenüber der dann Zentralbank, die eventuell auch die EZB ist, in deren Büchern als Schuldner für die gesamte Geldsumme auftritt, aber er dafür keine Zinsen zahlen muss und dafür auch keine Rückzahlungsverpflichtungen eingeht. Bis auf den Aspekt, weil das ist das Besondere, wenn die Monetative entscheidet, dass die Geldmenge aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung abzusenken ist, dann müsste an sich der Staat auch wieder Geld über Steuereinnahmen einsammeln und dann aber nicht wieder ausgeben, sondern an die Zentralbank zurückführen, um die Geldsumme insgesamt zu minimieren. Grundsätzlich ist das Argument an der Stelle, dass das, was in der Bankenkrise oder mit diesen ganzen Rettungsschirmen überhaupt gemacht werden musste, um Banken zu stabilisieren, um Banken aufrechtzuerhalten, dass das entfallen kann, weil das Geld, was Menschen auf dem Girokonto haben, also nicht, was sie für Anlageprodukte dann investiert haben, sondern das, was sie einfach nur als normales Guthaben in Girai-Geld sozusagen heute halten, dass das Geld im Falle einer Insolvenz einer Bank sicher wäre, weil formal verwalten die Banken, also im Vollgeldsystem verwalten die Banken formal nur das Geld, aber sie gehen nicht, es ist eben keine Verbindlichkeit der Bank mehr, sondern es ist Ex-Bilanz. Das heißt, es ist das Geld, was als Giralgeld bei einer Bank nach dem Vollgeldsystem Umstellung wäre, würde nicht in den Büchern werden. Es wäre keine Verbindlichkeit der Bank, sondern es wäre einfach nur ein bestimmtes Guthaben, das eigentlich bis zur Zentralbank durchgereicht ist. Das heißt, die Giralkonten würden eigentlich bei der Zentralbank direkt geführt werden und die ganze Zahlungssysteme und die Abwicklung werden eigentlich nur noch bei den Banken. Soweit zu den großen Unterschieden. Heute ist es so, dass ja die Geschäftsbanken eigentlich die Emittenten sind des Geldes, weil die geben das Giralgeld aus, entweder durch Kreditschöpfung oder durch Ankauf von Vermögenswerten. Die EZB ist nur formal der Entscheider, weil es ja im Endeffekt zu bezweifeln ist, dass sie tatsächlich mit ihren Geldsteuerungsinstrumenten in der Lage ist, die Geldmenge überhaupt zu steuern, geschweige denn gezielt zu steuern. Deswegen auch in Anführungszeichen. Und eben das Thema, warum die Banken immer wieder gerettet wurden, ist der Punkt, dass wenn eine Bank pleite gehen würde, würden auch die gesamten Giralgeldansprüche gegen diese Bank aufgelöst werden müssen. Und die Leute würden das Geld verlieren. Unabhängig davon, ob es irgendwelche Rettungsmechanismen wie den Einlagensicherungsfonds in Deutschland gibt oder so, die dort eventuell einzelne Beträge hätten sichern können. Aber das Risiko ist man dann auch gar nicht erst eingegangen. So, was ist beim Vollgeld noch wichtig? Der Aspekt, dass im Rahmen der Umstellung, wenn sozusagen die bestehenden Giralgeldguthaben auf Vollgeld umgestellt werden, dass dabei der Staat natürlich einen erheblichen Seniorage-Gewinn anheim, also ihm erstmal zugutekommen würde und sich darüber etwa 2/3 der Staatsschulden voraussichtlich abbauen lassen würden. Vorausgesetzt, die Politiker würden dieses Geld, was ihnen nach und nach zufließt aufgrund der Geldumstellung, tatsächlich für Tilgung und Abbau der Schulden verwenden, was ja auch nicht zwangsläufig gegeben ist. Was ist jetzt meine Kritik an dem Vollgeldsystem? Grundsätzlich die Sachen, die ich ja schon ausgeführt habe, das Thema der Geldneutralität, das Problem, dass Geld als Wertspeicher zu weiteren Problemen führt, überhaupt der ganze Mechanismus, dass Geld mit zinstragenden Fähigkeiten zumindest behaftet ist, dass zumindest es allgemein anerkannt wird, dass es gut ist, dass Geld zinstragend ist und dieser ganze Zinseszinsmechanismus entstehen kann. Der würde von dem bestehenden System in dieses System weiterhin übertragen werden. Weil auch, oder unabhängig davon, dass der Staat zwar kostenfrei die Zinsen bekommt, ist ja trotzdem so, dass der Sparer selber, der jetzt hier immanent wichtig wird, weil hier wird es tatsächlich so sein, wie an dem Beispiel von Privatpersonen, die einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person einen Kredit zur Verfügung stellt, wäre hier jetzt genau das gleiche System. Das heißt, Banken, die gewerbsmäßig Kredite verleihen wollen, wären darauf tatsächlich angewiesen, Sparguthaben zu erhalten. Das heißt, sie müssten Kapital einsammeln von Sparern,
Die Sparer müssten dann tatsächlich auch bereit sein, in das Risiko zu gehen. Das heißt, sie müssen ganz bewusst das Risiko, sich für das Risiko entscheiden, einen Kreditvertrag mit wem auch immer, der Bank indirekt oder direkt mit irgendwelchen Unternehmen einzugehen. Und dafür werden sie mit Sicherheit nicht auf Zinsen verzichten. Das ist ja in dem System überhaupt nicht sinnvoll, zu sagen, da gehe ich jetzt tatsächlich sogar ins Risiko und dann mache ich das ohne einen Zinsertrag. Das ist sozusagen die Hauptkritik, dass das Geld, also dass die Neutralität des Geldes eher noch schlimmer wird. Das heißt, dass das Geld noch weniger neutral wird, weil während hier bei den Geschäftsbanken eben zumindest die Leute mit Sicherheiten in der Lage sind, Kredite zu bekommen, kommt hier zu dem Problem der Sicherheiten noch verschärfend hinzu, dass ich überhaupt eine Geldquelle brauche, die ich ja im bestehenden System überhaupt nicht brauche. Umgekehrt ist natürlich die ganze Frage der Geld- und Liquiditätsversorgung. Wenn, so wie ich hier eigentlich auch das ganze System zu hinterfragen stelle, ist es überhaupt sinnvoll, von einem Geldversorgungsstandpunkt eine Wirtschaft zu steuern, dann ändert das System dort natürlich erst recht nichts, weil es ja explizit über die Monetative sagt, ja, wir brauchen anhand irgendwelcher Kriterien Festlegungen, wie viel die Geldmenge zu wachsen hat, weil sich die wirtschaftliche Tätigkeit so und so entwickelt, mit den gleichen Problematiken mit der Inflation- und Deflationspolitik, die hier, je nachdem nach welchen Prinzipien dann diese Entscheider überhaupt das festlegen, weil wie gesagt, bei der EZB ist es ja klar gewesen mit 2% Inflationsziel und 4,5% Geldmengensteigerung. Welche Ziele hier später stehen werden, ist im Moment überhaupt noch nicht festgelegt, weil da dieser ganze Prozess noch in Abstimmung ist. Wie soll denn so eine Monetative, wie soll ein Vollgeld tatsächlich funktionieren, nach welchen Kriterien wäre denn objektiv eine Geldmenge zu steuern? Und mein Ansatz an der Stelle ist einfach zu sagen, dieses ganze Geldsteuerungsgedanken eigentlich unter den Tisch fallen zu lassen, weil es gibt weder die passenden Anhaltspunkte noch die vernünftigen Systematik zu sagen, nach welchen Kriterien Geldmengen gesteuert werden sollten, dass Geldmengen überhaupt gesteuert werden sollten, weil aus meiner Sicht das einzig schlagende Instrument ist, es braucht Geld im Umlauf für die Abwicklung unserer heutigen Wirtschaftssysteme. Das heißt, wenn wir heute ein Geld haben wollen und brauchen, dann ist es eigentlich ein Geld, das primär der Zahlungsfunktion dient. Sekundär sollte es auf jeden Fall möglichst neutral sein, damit eben dieser Wertmaßstab erhalten bleibt und die dritte Eigenschaft der Wertaufbewahrung ist eigentlich zu vernachlässigen. Weil die Wertaufbewahrung kann aktuell in so einem System sowieso nicht erfüllt werden und es macht auch keinen Sinn, ein Zahlungsmittel für Wertaufbewahrung zu verwenden. Wenn, ist es sinnvoller, Werte aufzubewahren, also nicht nur Werte, sondern Wert an sich aufzubewahren in Form von Sachanlagen. Das heißt, wenn ich ein Auto brauche, dann kaufe ich mir ein Auto und stelle mir das in die Garage, anstatt das Geld für einen eventuellen späteren Autokauf irgendwo hinzulegen, in der, aufgrund welcher Gründe auch immer, ich das zu einem späteren Zeitpunkt dann in Anspruch nehmen möchte. also soweit zu dem Thema Vollgeld. Wie gesagt, mir geht das Konzept an sich zum einen nicht weit genug, weil es eben nicht wirklich eine Änderung der Geldproblematiken darstellt, sondern nur die Systematiken, wie Geld verteilt wird und wie in Krisenzeiten sozusagen die Krisen bewältigt werden können. Aber eigentlich ist es ja das Ziel, ein Geldsystem zu schaffen, das möglichst ohne Krisen auskommt, wo sich das Vollgeld sozusagen überhaupt nicht verändert, weil das Krisenszenario aufgrund der Problematik des Zinseszinses wird in dieser Theorie oder in den Überlegungen dazu überhaupt nicht angegangen. Ein weiterer Aspekt, der in der Geldkritik zumindest aufgegriffen wurde, weil das Thema ist schon etwas älter, das Thema das Wunder von Wörgl oder auch Thema Silvio Gesell. Silvio Gesell selber hat vorgeschlagen, dass Geld eben mit einer Umlaufsicherungsgebühr sozusagen ausgestattet wird. Ziel war dabei, dass im Vergleich, dass Waren ja
schlecht werden, verfaulen, Maschinen nutzen sich ab, Lebensmittel lassen sich nicht dauerhaft lagern, sondern sie verfallen einfach. Und dass das Geld dem sozusagen gleichwertig gemacht wird. Da man die ganzen Lebensmittel und Maschinen nicht auf das Niveau des Geldes heben kann, auf den Ewigkeitsanspruch, ist es sozusagen das Ziel, das Geld in dem Sinne abzusenken und zu sagen, es verfällt genauso. Der Grund ist eben, die Wertaufbewahrungsfunktion an der Stelle zu schwächen, womit dieses ganze Thema, die ganze Angst der Deflation auch in den Hintergrund gerät, weil wenn das Geld selber sozusagen nachhaltig in dem Sinne an Wert verliert, nicht durch Inflation nähere Entwertung, sondern dass es nominell an Wert verliert, dann kann ich mir diese ganze Inflationsthematik auch sparen und schaffe es trotzdem, dass auch wenn Waren günstiger werden, einen Konsum auch für Güter herzustellen, die nicht dem täglichen Bedarf entsprechen. Aber das ist eher ein Nebenaspekt, weil ich ja schon gezeigt habe, dass es eigentlich darum geht, wenn ich eine bedürfnisorientierte Wirtschaft haben will, dann geht es ja sowieso darum, dass die Bedürfnisse befriedigt werden und nicht, dass die Ziele der Wirtschaft nach Profiten möglichst optimal unterstützt werden. Also das Thema, was etwas irreführend ist, ist eben die Bezeichnung Schwundgeld oder rostendes Geld, weil de facto das Geld, was dort verwendet wird, nicht wirklich in dem Sinne rostet, dass es sich oder nicht in dem Sinne verschwindet, dass es dann weg wäre, sondern eher beim Rosten ist es schon eher noch, das heißt, es fällt Rost an, was sozusagen ein Eisenträger, der meinetwegen nach und nach wegrostet, dann habe ich den Rost und der Rost könnte wieder eingesammelt werden, eingeschmolzen werden und dann wieder neues Eisen daraus entstehen. Das heißt, da komme ich langsam in die Thematik, einen gewissen Kreislauf zu machen, aber es ist noch sehr mechanistisch. Das heißt, das Abbild der natürlichen Kreisläufe, so wie Pflanzen, die wachsen, entstehen, also der natürliche Kreislauf bei Pflanzen, die erst als Saatkorn in der Erde liegen, dann wachsen, aufgehen, entstehen, größer werden und irgendwann dann sozusagen wieder den Rückschritt antreten. Das heißt, sie sterben ab, fallen wieder in ihre Bestandteile auseinander durch Zusammenarbeit von verschiedenen Organismen. Und dann stehen die Bestandteile wieder zur Verfügung für den nächsten Zyklus. Aber eben in der Natur ist es nicht notwendig, dass dafür eine Krise eintritt, so wie bei unserem bestehenden Geldsystem, das erst durch eine Krise wieder in eine Art Reset geführt wird, von dem es dann wieder neu anfangen kann, sondern in der Natur ist es irgendwo im gleichmäßigen Durchlauf. Bei Silvio Gesell ist das noch nicht ganz in der Form, sondern es ist eher so der erste Schritt dahin, weil es ist ja erstmal eine Gebühr. Das heißt, normalerweise ist dieses Thema des Schwundgeldes, die Umlaufsicherungsgebühr, die Umlaufsicherung ist normal als Gebühr erhoben, das heißt, es gibt einen Abschlag auf das Geld. Und diese Gebühr wird wiederum von dem Betreiber, zum Beispiel in Deutschland gibt es verschiedene Regionalgelder, die mit dieser Umlaufsicherung ausgestattet sind, die nehmen dieses Geld ein und geben dann das Geld wieder weiter. Das heißt, es findet eigentlich nur eine Umverteilung statt. Das heißt, in dem Fall ist diese Umlaufsicherung tatsächlich so ausgeführt, dass sie eigentlich eher eine Art Steuer darstellt. Vergleichbar vielleicht noch mit einer Tobin-Steuer, die auf Transaktionen generell angewendet würde, während diese hier halt auf Geldhaltung angewendet würde. Das wäre eigentlich nur eine Ergänzung. Von meinem Gedanken her sollte das Ganze halt noch ein Stück weitergehen, dass es tatsächlich einen natürlichen Mechanismus nachbildet. Natürlich ist Geld nie ein natürliches System, sondern es ist immer von Menschen gemacht. Aber die Frage ist, mit welcher Intention, mit welchen Überlegungen wird tatsächlich dieses System von Menschen konstruiert, definiert und in welcher Form soll es betrieben werden? Wie gesagt, dazu gleich im dritten Video noch die ausführliche Beschreibung, wenn es darum geht, die alternative Währung zuzustellen. Jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Umkehr des Geldgedankens. Also im Allgemeinen wird der Austausch von Geld gegen Ware als vollkommen normal natürlich betrachtet, klar, weil derjenige, der Geld hat, hat Anspruch auf Waren und derjenige, der Waren hat, hat Interesse dafür, Geld zu bekommen. Entweder weil er selbst andere Waren erwerben möchte oder weil er eventuell selbst noch verschuldet ist.
welche Schulden er dann mit diesem Geld wieder abträgt. Im normalen Alltag taucht aber hier keine weitere tiefere Verbindung mehr auf. Das heißt, jemand, der Geld hat, geht mit dem Anspruch ins Geschäft, dass er das Recht hat, mit diesem Geld Waren zu erwerben. Und derjenige, der eigentlich Waren verkauft, ist sozusagen eher der Bittsteller. Das heißt, er bittet um Geld, weil er verkauft seine Arbeitskraft, seine Leistung und nimmt dafür Geld ein, weil er wiederum das braucht, um andere seiner Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen. Und mir geht es jetzt darum, vom Gedanken her mal dieses Bild umzutauschen. Das heißt, mit dem Geld, das heißt, wenn jemand Geld verdient hat, Geld eingenommen hat, dass er dann nicht den Anspruch hat zu sagen, ha, jetzt habe ich Geld verdient, jetzt habe ich den Anspruch von dir zu bekommen, sondern dass eigentlich die Geschichte andersrum funktioniert. Dass sozusagen der soziale Aspekt dabei ist, Geld ist die Wertschätzung. Geld ist die Übertragung dessen, dass ich jemand anders die zeige, ja, du bist wichtig für diese Gesellschaft, du hast einen Beitrag geleistet und den honoriere ich dir jetzt. Das heißt, Geld kommt sozusagen nicht mehr als Anspruch daher, sondern in dem Moment, wo ich Geld habe, gehe ich eine Verpflichtung ein. Das heißt, ich gehe einen gesellschaftlichen Vertrag ein, weil Geld funktioniert ja nur, weil es von vielen Individuen gleichzeitig als Geld akzeptiert wird. Und in dem Zuge ist dann auch zu sagen, Geld ist deswegen als Geld akzeptiert, weil es bedeutet, dass ich die Wertschätzung gebe, indem ich Geld ausgebe, dass eine andere Person ebenfalls für die Gesellschaft von Wert ist. Wie gesagt, es ist, denke ich, ein bisschen schwierig, erstmal nachzuvollziehen, was damit gemeint ist, wenn Geld nicht mehr als Anspruchhaltung auf Waren benutzt wird und definiert wird, sondern wenn Geld als Verpflichtung verstanden wird, dass wenn ich Geld habe, bin ich verpflichtet, dieses Geld auszugeben, weiterzureichen, um anderen Menschen die Anerkennung zuteilwerden zu lassen. Ja, du bist ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, deswegen gebe ich dir Wert und gebe das weiter. Die langfristige Geschichte an der Stelle ist, warum überhaupt diese Definitionsumkehr von Anspruchshaltung zu Wertschätzung. Weil wenn Geld nicht mehr Mittel zum Zweck ist, sondern eigentlich nur eine andere Form der Anerkennung, ist die Frage, ob eine zukünftige Gesellschaft, die in der Lage ist, ihren Mitmenschen Wertschätzung auszudrücken, nicht auf dem Wege von Geld, sondern tatsächlich in Form einer persönlichen Wertschätzung, einer, das, was wir heute vielleicht seltener machen, in Form einer Anerkennung, ob einer mündlichen, also nicht mit materiellen Werten unbedingt hinterlegt, sondern eher einer ideellen Wertschätzung, ob das dann auch genügt, damit andere Menschen wiederum ihr Bestes geben, ihre Fähigkeiten einbringen zum Wohle ihrer selbst, auf jeden Fall ihrer selbst, nicht auf Kosten ihrer selbst, sondern dass sie zum Vorteil ihres eigenen Lebens auch mit anderen Menschen dann wiederum mehr schaffen, als sie vielleicht alleine erreichen können. Soweit der Ausblick in vielleicht eine Utopie, noch Utopie, vielleicht irgendwann mal nicht mehr. Mehr dazu im dritten Video, wo es dann darum geht, eben Credere genauer zu beleuchten und zu erläutern, was bedeutet dieses Credere, was sind die Eigenschaften davon und wie soll das Ganze für eine Veränderung sorgen. Soweit, vielen Dank für das Interesse, für das aufmerksame Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!